Aber da noch irgendwas, was rein muss. Hier, ob das hier. Wer hämmert denn da in der Bank rum? Keiner. Doch? Nein. Das ist ja ein DPD, genau, ja. Nee, vor der Bank. Stefan. Ah. Okay. Ich hab's bloß aus der Richtung gehört. Haben wir schon Munitionskiste? Ja. Ja. Super. Habe ich was für rein? Max. Falls ich noch ankomme irgendwann. Dankeschön. Das wäre doch dann schön, wenn du dafür was hast. Boah, das dauert noch so ewig, bis der aufgeladen ist. Eieiei. Ich würde mal wieder Zeit für einen Tyrannosaurus. Oh Mann, erst 132 Kills. Es kommt der Tag, an dem man vielleicht ein Problem bekommt. Ich nuschle, wenn ich weiß. Ist mir aber auch egal. Wer ist da gerade in der Essenskiste drin? Ich hab Eier reingetan. Okay, ich auch. Jetzt. Ich hab nämlich gerade Bacon and Eggs angestellt. Das ist gut. Dann hast du jetzt noch ein paar Eier. Da ist ein Huhn. Schön, dass du das so siehst. Oh. So, was haben wir denn da oben alles? Leere Gläser. Oh, Schnauze und geplatzter Kopf bei der Witch. Bitch. Wo bist du? Witch, Bitch. Ist schon weg. Danke. Tschüss. Schon weg. Danke. Tschüss. Okay. Halt haben wir auch nochmal eine ganze Menge. Flashlight habe ich da auch noch. Ja, ich hatte auch gerade drauf angesetzt. Oh, da ist ja noch einer. Medidozin. Also ich hab mich jetzt gerade wieder um Alucreme gekümmert und mache da wieder Verbände. Alucreme. Ne? Ja. Ist hier noch jemand drin? Ich möchte kein Alu. Das heißt ja. Alucreme. Alucreme. Du hast gesagt Alucreme. Ja, Alucreme. Besser ja. Als Aludeo. Ich muss auch mal so eine Wörter sagen, die keiner kennt. Und, ja, also, ist alles gut, ist alles gut. Ist will gut. Kein Osten, so etwas. So. Kann man denn da auch vielleicht schon wieder Werkzeug herstellen? Jetzt wird lustig. Wo also ich habe auf jeden Fall etliches an Eisen schon geschmolzen. Also an Dingens. Das hört sich gut an, so ein bisschen Werkzeug. Forged Iron. Ich hau mal das Fleisch da rein. Bisschen Werkzeug wäre wirklich nicht verkehrt. Wo kommen das? Dann kann man nächsten Tag schon mal gleich das Pflanzen. Okay, alles, was ich jetzt weiß, wo es hinkommt, schmeiße ich draußen in die Kiste. Ja, mach nur. Meloni, ich hab nochmal Kleiderschema. Okay. Sind zwar beides nochmal die gleichen, aber ist ja egal, es gilt. So, oder 30 reicht mal für den Anfang, ne? Ja, ich habe auch schon angefangen zu skillen und. Wer macht Tee? Das Feuer. Das macht aber auch gerade Essen. Also, ich würde mal sagen, wir haben genug Goldenrod. Ja. Für den Anfang ja, auf aber jeden in der Fall. Hier ist roter Tee besser. Ja. Ich habe eben irgendwie fast 20 roten Tee nochmal mitgebracht, aber. Hervorragend. Dann würden wir ja größer Teamium am besten auch mal anbauen, oder hat schon jemand Samen gemacht von dem Zaun? Nee. Nein. Dann mache ich die noch. Auf jeden Fall sind Samen unten in der Essenskiste. Da habe ich die alle reingeräumt. Nee, doch. Also, Chrysanthemen weiß ich jetzt gar nicht. Auf jeden Fall habe ich alle Samen da reingeschmissen, die ich finden konnte. Ah, okay. Kaffee, Achtung, ich setze mal hier Bäume. Samen, ne? Blauen Motor, liegt an der Batterie. Bitte? Läuft. Kaffeebohnen sind dann auch Samen. Sehr ja. Okay. Dann entferne ich mich mal von der Essen-Trinken-Kiste und gehe mal unten in der Kiste. Wo ist unten? Unten? Wie schaut's denn Mausi-Hut ab? Ordnung. Wo ist denn der Kiste? Wo ist denn unten? Was? Finde ich auch. Was suchst du denn? Nee, unten in der Essenskiste, habe ich gesagt. Ach, auf der also untere. In der Essenskiste hier unten, sozusagen. Also, da... Nehme ich. Okay. Die Äxte, die hier im Briefkasten sind, nehme ich alle. Okay. Ja, okay. Mach dann. Das. Warum? Ich. Hast du so wenig? Ich mal die Golden Rod Seeds noch da rein. Meine ist 30, die ist 124. Ja.
und mehr. Geht vielleicht irgendwie auf Betonmische oder Stahl? Also ich werde zusehen, dass ich Richtung Stahl gehe, weil irgendjemand schon gesagt hatte, wegen Betonmischer. Mhm. Ja, wir sollten den Spaß halt aufteilen, also wieder gleichmäßig verteilen, sag ich mal. Deswegen hatte ich beim letzten Mal ja auch, dann habe ich mir gedacht, dann mache ich das wohl wieder. Ja, ich habe gerade keine Punkte mehr übrig, weil ihr alle sehen, Dings, Quelle, die ich schon reingedonnert habe. Ja, ich habe jetzt 21 Punkte, ich spare jetzt weiter auf Stahl. Mhm. Dann mache ich meiner 69er jetzt. Da schon wieder. Das wird ein bisschen eng hier, mit dem Platz in der Kiste. Was machen wir mit den ganzen Snowberries? Wie war's denn gut? Kakoko, schön, kannst du auch so einen Saft draus machen. Ja. Und der bringt einen schönen guten Abend von Kakoko auch an euch. Ja. Danke. So, ich habe auf jeden Fall nochmal 130 Schnee mitgebracht. Nett. Mit die Wasserversorgung Gabriel, auch Gabriel, weiterhin. Gabriel. Gabriel, der hört mich nicht. Der will ich denn hören? Was? Ja? Gabriel, ach da. Gabriel. Ja, jetzt ist meine Range kaputt. Ups. Naja. So, jetzt geht wir können Sachen abladen. Ja. Jetzt nochmal ganz kurz. Forge, Eisen, Iron Arrowheads? Fragezeichen. Wo kommen die Federn hin? Ich habe sie hier in den Schreibtisch getan. Dann okay. Das ist sozusagen das Austauschplätzchen für Schnitzel. Also ich hätte jetzt erst gesagt. Was heißt denn da Austauschplätzchen für Schnitzel? Naja, damit du weißt, wo du dein Krepp nicht einfach so austauschen. Nein. Ja. Höchstens Ersatzteile. Ja. Aha. So meinst du das also? Animal Hide? Ist da, wo Leder ist, auch. Ich habe jetzt Äxte nochmal reingelegt in die. Okay. Fertige Waffenkiste da unten erstmal. Mhm. Weiß nicht, wo die irgendwie sonst hinkommen könnten. Wenn mir jemand sagen könnte, dass schon 22 Uhr ist. Es ist 22 Uhr. Es ist 22 Uhr. Cool, danke für die Info. Kevin, cool. Schönen guten Abend. Nitratpulver? Sind alle da? Nee, das kommt in die Munitionskiste. Nicht in den Schmelzkram? Nö. Sind alle drin? Nein. Ich bin noch looted, aber du kannst machen. Einziehen. Munitionskiste? Vor allem ist es nur zwei Brei, da kann man drüber springen. Okay. Wow, da ist ja schon einiges. Munition, was habe ich hier? 9mm. Ich habe keine Fackel und kein gar nichts. Ihr seht wahrscheinlich beim Stream jetzt gar nichts. Oh, Eisen, wo kommt das her? Also, das kommt draußen hin zur Schmelze. Oh. Ah, okay. Also zum Thema runterbuddeln, ne? Ja. Ich bin jetzt 24 weiter runtergegangen und ich habe immer noch keinen Stein gefunden. What? Ja. Moment, ich komme mal gerade. Oh. Ganz gerne gucken. Ja. Hast du schon alles runter? Wow, mit Licht sogar. Teilweise. Ja, ich habe eine Fackel mit runternehmen können. Ich guck mal gerade meine Taschenlampe. Ich mach dir noch neue Fackeln. Ja, hat vielleicht irgendwie Punkte übrig für die Workbench. Das hat sehr krass. Okay. Ich muss erst mal gucken, was ich überhaupt habe. Also, wir wollten ja runter bis auf den Bedrock, oder? Ja, meine Helm ist was Feines. Wollen wir. Das stimmt. Deswegen nur, ich habe jetzt auch keine Leitern mehr und meine. Also, wir bräuchten jetzt quasi Holz, Leitern. Braucht jemand einen Mining Helm? Dann kann ich meinen geben. Aus Metall? Mining Helm ist auch nicht schlecht, ja. Haben wir schon Pickaxe oder haben wir nur noch die normalen? Ja, hat das jetzt gesagt, normalen. Wer braucht den zum Mining? Aldur. So, liegt. Der ist natürlich sehr schön. Ich pack mal noch 8 Fackeln ein. Holz habe ich genug bei. Oh, hell. Schön. Holz hast du genug bei? Yep. Das heißt, wer sortiert denn jetzt hier? Nur noch Pickaxe. Das wer heißt, sortiert was? Du gehst. Ich denke, wir sollten irgendwo runter? Alles reinwerfen, dass jemand sortiert. Ja. Wo kommt denn Holz und Steine und sowas hin? Ich ziehe mir mal aus dem Forge ein bisschen Metall raus. Die Müllkiste ist hier.
Da kannst du alles hinschmeißen. Eine Holz- und Dingenskiste muss ich noch machen. Ich baue mal Iron Axe, wenn das genehm ist. Proxy? Oder willst du es machen? Wie hoch bist du denn? Keine Ahnung. Also ich ja, dann mach doch mal eine Steinaxe erstmal, dass du das weißt. Was für ein Skill ist denn das? Working, Toolsmithing. Also Toolsmithing habe ich 8 von 100, also wahrscheinlich. Also ich bin bei 130 momentan. Ja, es steht ja 154. Ja, hä? Odin ja, ist bei 154. Da macht Odin halt. Achso, nee, ich meine jetzt wie bei den Perks, weil ich weiß ja nicht, was bei rauskommt, wenn ich jetzt bastel. Ja, bei 8 Punkten bist du noch nicht hoch. Nee, das siehst du doch, das siehst du doch bei den Attributen. Crafting Quality, hast du auf Englisch oder auf Deutsch stehen? Ja, auf Englisch. Ja, Crafting Quality. Wenn du Toolsmithing anklickst, da steht ja rechts, kannst du ja die Punkte dafür geben. Wo bist du denn? Warte, 107. warte, komm mal her. Warte. Ich bin zum Beispiel bei 34,4. Ja. Ich dann gebe ich dir jetzt die Forge Irons, ne? Dann brauchst du die zwei. Ja, und hier, nimm du mal den, wenn du jetzt als erstes runtergehst. Ich habe jetzt 4 Stück angesetzt. Okay. Achso, du hast 4 Stück angesetzt. Gut, okay. Okay. Und Holzrahmen hast du, ne? Also ich habe jetzt hier... Moment, ich bastel mal ein paar Woodframes. Wie viel brauchen wir denn da? 50, ja? Du nehm dir mal ein paar mit runter und Leitern. So, mal ganz kurz jetzt zur Info. Ich habe jetzt hier Frames und 50 fast 700 Federn. Ja. So, es laufen jetzt aber 200 Forged Iron raus. So, was ist jetzt? Wollen wir Iron Arrows machen oder wollen wir keine Iron Arrows machen? Also ich würde die Federn aufheben für die Bolts, falls wir mal mit einer Crossbow kommen, ne? Sonst. Ja, wir müssen die Stadt auch mal looten so langsam. Deswegen. Ja, ich habe gerade angefangen. Wenn wir dann die Crossbow-Bolts machen können und da hast dann die blöden Iron-Arrows, dann sagst du besser. Ja, das ja, ja, schon klar. Macht jetzt schon irgendwie aktuell Werkzeuge? Ich mache gerade 4 Picken. Ja. Okay, pass mal auf, ich mache das jetzt mal folgendermaßen. Ich baue mir jetzt mal eine Kiste. Die stelle ich mir jetzt mal oben aufs Dach. Da schmeiße ich jetzt mal die Federn dann rein, dass ich die nicht immer da sonst wo suchen muss. Zack. Dann kann ich den ganzen Spaß dann nämlich durchcraften und gut ist. Irgendwie kriege ich hier. Okay. Das ist ja nur Sand. Ja. Das ist echt krass. Also, ich muss zugeben, ich glaube, ich habe seit Alpha 13 nicht mehr in Wüste gegraben, aber das ist echt krass. Ja. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das nur im Sand runtergeht. Komm, ja, spätestens unten beim Bedrock müsste, aber... Ja, ja Kakuro, ja. Du... wie du siehst, wir haben tatsächlich nochmal neu angefangen. Gute Schuld. Der hat mir meine Zombie-Käse nicht gegönnt. Ja, genau. Ich mach mal hier noch eine Fackel hin. So. Ja. Na, mit dem Bogen kann er's, hä? Du bist mal ein ganzer Großer, bist du mir. Hä? Mit dem Bogen kann er's, hä? Hier. Hä? Mit der Faust. So viele Pfeile haben wir auch nicht, du. Hier, zack. Wollen ist jetzt da Weiß still. Mhm. Sonst schieß ich. Was willst du denn? Was woher hast du Sniper? Moment. Odin, invite. Zurück. So. Und. Kill ihn, Hilfe! Aber mich umbringen! Nee, dafür sorgst du gerade selbst. Dafür sorgst du gerade schon selbst. Ich hab doch nur mein Knochenmesser. Ja, Knochenmesser! Aber du musst Messer. Moment, dürfte ich mal bitte. So, Forged Iron. Scheitossi. Knife. Was? Ja, die soll warten, bis mein Hunting Knife fertig ist. Die kann ein bisschen warten. Die hat zu warten. Oder du magst es, Max. Noch jemanden Hunting Knife? Ich bin eine Schreierin. Hunting Knife, wenn du gerade dabei bist. Na, dann mache ich doch noch ein zweites. Ist doch kein Problem. Also mache ich für dich. Das ich könnte aber noch meiner 69 Alter, machen, wenn ich die ganze Zeit schon davon rede, ne? Aldo, so. Willst du Fackeln für unten haben, oder? Wenn du welche fertig hast, oder wenn du ja. Hast du fertig? Ja. Okay.
Super. Die Schreierin ist auf alle Fälle danke. Nordöstlich und den die ist da hinten bei dem. Bei dem ich komm gleich und mach sie tot. Zurück. Hallo da unten? Ja. Ich hab Fackeln. Ich auch. Achso, hast du schon. Mach nix. Brauchen wir ja trotzdem noch. Ja, sag mal Bescheid, wenn alle, weil dann habe ich noch. 7 habe ich noch, das reicht noch ein bisschen. Ansonsten bei der Ablöse. Naja, solange die da hinten hängt, ist es wurscht. Aber man muss natürlich sagen, wir haben heute einiges gelernt. An dem Abend, ja. Ja. Mal gucken. Ja, unter anderem, wenn du ein 7-Day-Server hast, switch den niemals auf Arma um. Ja. Dann vor allem, zieh niemals ein grünes T-Shirt an, wenn du einen Greenscreen benutzt. Ganz wichtig. Also eigentlich hat Schnitzel heute ganz viel gelernt. Aldo? Ja? Hunting Knife im Schreibtisch. Ah, danke sehr. Also, alles cool. Jetzt hat's mich schön. Action. Oh, ist er echauffiert? Action? Ah, noch 20 Sekunden. Jetzt hallo. Zombie Kills. Jetzt kommt sie. Holla, 135. So. Alter, ich sehe genau Nüsse. Nicht, Alter. Oh, mit Spider. Alter Schwede. Gut, dass ich da schon ein bisschen was hingestellt habe. Wie denn? Warst du schon? Ja? Huh. Ist ja langweilig. Das war's ja jetzt wohl nicht schon, oder? Hätte er mehr sein können, ne? Na, oh, guck mal an, da steht noch was. Nein, die war schon tot, verdammt. Au! Ui, wer ist denn da müde? Ich. Ah. Warum tust du das? Weiß nicht. Kann ich gar nicht. Scheiße. Die korrekte Antwort wäre gewesen, weil ich's kann. Nee, ich bin heute schon den ganzen Tag so müde. Holz. Ich hab auch zwischen 15 und 16 Uhr gepennt. Wow. Sind schon Pickaxen eigentlich fertig? Zwei Stück habe ich. Ja, gib mal ruhig. Dann. Ich leg die mal hier wieder in die Waffenkiste. Fertige Waffen. Fertige Waffen. Jo, ich danke. So, ich komm runter und bringe sie dir. Die eine. Ups. Nur ganz runter gehe ich jetzt nicht, weil sonst kommen wir nachher wieder nicht hoch. Was? Wo? Wer? Hä? Minus 28 also haben wir. Ich sag mal, für die Horde brauchen wir auf jeden Fall noch mindestens eine dritte Reihe auf jeden Fall an Spikes außenrum. Also, ja. Proxy, wie gesagt, du kannst jetzt einmal hochkommen hier. Ich kann oder ich muss? Wenn du eine Picke haben willst unten, oder? Ich brauche noch keine. Im Moment geht's noch Schaufel. Also, bis hierhin ist noch... Geht noch Schaufel? Ja. Immer noch? Ja, Wahnsinn, ne? Wie weit unten bist du jetzt? Minus 31. Minus 31. Wow. Dann mach doch gerade mal so einen Zwischenraum, dann komme ich mit runter. So ein 3x3 oder sowas. Geht ja mit der Schaufel ganz schnell dann. Ja, Moment. Ja, ich zünd mir noch eine an, ganz ruhig. Ich muss was für meinen Husten tun. Oh ja. Achso, ne, das Problem ist, ich brauche da jetzt gar nicht weg, ne? Weil das Problem ist, ihr seht ja im Stream überhaupt nichts, was ich dann mache. Das ist ja Quatsch. Dann setzen wir uns doch lieber mal hier ins Eck, drücken mal kurz F7 und machen nochmal einen hübschen Screenshot. Aha, das sind die drei Damen, jetzt habe ich sie wieder. Ja. So, bevor du weitergräbst, wie viele Fackeln hast du noch?
Ich habe noch 6 Fackeln. Ui. Ja. Und dir ist da was aus der Hose gefallen, Melonie. Ja. Die kriegst du auch schon mal. Weil, okay, wer weiß, wann wir hier auf was treffen. Jo, dankeschön. So, ich habe jetzt noch 9 Fackeln. Und jetzt hier so nochmal weiter? Ja, ich hätte jetzt gesagt, wir machen hier so einen Zwischenraum und dann weiter runter. Oder? Ja, dann kannst du mir mal eine geben, bitte? Noch ein bisschen größer? Na klar. Oh, minimal. So ein bisschen an der Seite. Jetzt habe ich noch 8 Fackeln. Oh, danke. Die Pfeile schmeiße ich mal bei Munition mit rein und ich mache nochmal neue Bögen. Weil die sind jetzt bei über 300. Ja, wow. Wir sind bei minus 32. Allerdings, oben. Moment mal, ich habe auch noch ewig Skillpunkte zu vergeben, ne? 47. Ja, irgendwer sollte mal eine Workbench und hier Zementmischer machen. Workbench brauche ich Construction Tools 20, das kann ich machen. Okay, ich habe Workbench gemacht. Concrete kann ich noch nicht machen, da fehlen mir noch 2 Punkte. Geht jemand auf Concrete Mixing? Später. Im Moment noch nicht. Meinetwegen kann ich auch direkt auf Concrete gehen, aber. Groß genug der Raum? Ja, reicht, reicht. Also ja, beim nächsten Level könnte ich Betonmischerei machen. Nee. Ja, siehst du, bei mir ist so. Ich habe nicht dran gedacht, ein grünes anzuziehen. Normalerweise denke ich da immer dran. 2 Level brauche ich. Aber heute irgendwie. Genau. Heute ist der Tag der Tage. Aber sowas von. Sollen wir es so machen, dass wir jetzt hier auf der Etage hier an der anderen Stelle weiter runtergehen? So versetzt. Nö, theoretisch kannst du hier weiter gerade runter. Das soll ja nachher sowieso ein ganzer Weg runter sein. Okay. Da machen wir hier Wände hin, damit man sich runterfallen lassen kann und dann. Okay. So, was wollte ich noch machen? Bögen wollte ich noch mal bauen. Deine Bögen kannst du dann hier oben in die oberste Kiste machen. Und die unten drunter ist für Äxte. Wow. Okay. Nebenbei noch Quaften. Gut. Hast du überhaupt eine gute Schaufel? Naja, 108 reicht eigentlich. Ja, das reicht erstmal. Ein Klick, fertig. Jo, ja, geht. Ja, dass hier noch kein Stein ist, das wundert mich. Ja, ne? Ja, ist schon krass. Also hätte ich jetzt nie im Leben gedacht. Ich meine, oben haben wir, glaube ich, irgendwie 100, plus 6 oder so, oder plus 4. Plus 3 ist immer. Wie viel? Plus 3. Plus 3, gut. So. Plus 3. Also die Bögen sind in der Kiste. 35 runter. Könnt ihr euch holen. Jetzt bin ich bei minus 40, das ist schon ziemlich jetzt krass. Da seht ihr auch wieder einigermaßen was. So bei minus 58 dürfen wir auf dem Bedrock sein. Ja, zur Not graben wir einfach so weit ins Schneebiom rein. Ja. Höhlt vor allem das ganze Haus unten aus, gell, dass du alles zusammenstützt. Zu spät? So ist einfach egal, geht das nicht. Ich bin raus. Das ist schwieriger, als man denkt. Täusch dich nicht. Bedrock. So, gibt's jetzt noch Spitzhacken? Bei mir hat's gerade geleckt. Odin hatte 4 angestellt. 2 habe ich mit runtergenommen. Für uns beide. Dann müssten gleich 2 ja noch fertig sein. Eine habe ich da mal gerade reingeschmissen, ja. Pistole! Ja, genau. Sehr schön. Naja. Haben wir schon mal besser gesehen, die Pistole. So, ich suche da ein paar Shops mal. Wo hattest du die Bögen hingeworfen? Über der Tür in der obersten Kiste. Hunting Rifle Schematik und Auger Schematik und ein Pistol Box. Sehr danke. Wow. Hey. Kein Ding. Jackpot. Ich hab Metall. Das Metall. Hört sich gut an. Dann mach mal irgendwie noch. Das ist Eisen. Eisen. Oh, super. Eisen gefunden. Was jetzt? Metall oder Eisen? Dann mach mal irgendwie noch 5, 6 auf jeden Fall runter, damit wir über uns auch Metall haben, wenn wir das aushöhlen. Wie 5, 6 runter? Hä? Was? Ja, 5, 6 Positionen runter. Blöcke. Ich dachte, wir gehen bis ganz runter. Ja, wie weit müssen wir noch? Keine Ahnung. Nochmal Eisen. Cool, das ist eine Eisenader. Ja, das ist super. Aber das ist Stein jetzt, okay? Bei wie viel ist Bedrock?
Bedrock bin ich noch nicht, das ist nur Stein. Den Waffensafe da drin, den lassen wir mal noch. War das nicht bei 54 oder so? Da ist wieder Eisen. Ich bin jetzt bei 49, also ich glaube bei 56 oder so. Aber du, letztes Mal waren wir bei SMG-Schema. Ich hole mal gerade die Pickaxe, dann gehe ich mal 56 ist, glaube ich, die Ding. Wie viel? Ich gehe mal komplett runter jetzt. 56. Ja, ja, viel kann es nicht mehr sein. 5 Blocks oder so noch. Wollte gerade sagen, dann gehen wir auf den Bedrock. Jop. Schön Richtung Norden. Also SMG-Schematik habe ich auch gerade noch gefunden. Das heißt, wir können die Shoddy bauen, wir können die SMG auf jeden Fall bauen, wir können Pistole bauen. Jetzt ist Stein, okay. Crossbow fehlt noch. Ja, ist doch gut. Jetzt ist wieder Sand. Haha, wie geil. Ja, aber du hast Gravel, oder nicht? Also hier oben habe ich schon Gravel. Dann war das eben Gravel. Das ist so ein komisches Ich meine, ich habe fast die ganze Zeit Gravel. Zerbrochene Schokolade, ne? Oder was? Zerbrochene Schokolade? Was? Das Icon sieht so komisch aus. Zerbrochene Schokolade. Ja. Ich will jetzt keinen Markennamen nennen. Gravel hast du ja, wenn du Sand und Stein gleichzeitig rauskriegst. Nee, ja, Koko, genau sowas. Es ist kein. Ach, ich bin deppig. Ich könnte mal gucken. Es ist Ölschell. Oh. Ich hab auf Gold gehämmert und hab nichts mitgekriegt. Es ist Ölsand. Das ist geil. Okay. Das ist nicht schlecht. Da haben wir zwei Adern. Einmal eine Eisenader und einmal eine Ader. Nett. Oh Mann, ich sehe in die ganzen Läden genommen Nüsse, weil ich keine Dings habe. Oh, ich sag Bescheid, wenn du unten bist, dass ich da mit runter kann. Okay, jetzt bin ich runtergefallen. Runtergefallen? Ich bin in Mining. Zwei Blocks. Okay. Jetzt haben wir den Bedrock. Minus 57. Minus 57, okay. Ich mach da mal hier unten ein bisschen breiter. Ja, genau. Und es ist definitiv Sand, das ist echt krass. Also haben wir im Prinzip das bisschen Eisen und das bisschen Ölschell. Der Rest ist Butter. Und noch. Aber irgendwie fehlen mir hier die Läden. Ja, da ist ja wirklich in dieser Stadt. Ich habe hier nur ein Stamm, also Nahrung, Zeugs und das war's. Oh. Ich habe die ganze Karte, die ganze Stadt schon aufgedeckt und ja, Boosterkuchen mit Geschäfte. Kriegst du die Seite an der Leiter noch gemacht? Ja, Moment. Ja. Nee, kriege ich nicht mehr. Ha, ha, ha. Kommst du nicht so hoch? Ich komme jetzt nicht mehr hoch. Ich muss mich erst frei buddeln. Warte ja, mal. Mach mal ganz ruhig. Ich sitze auf der Leiter und warte. Also. Ja, ist okay. ist ganz, ganz angenehm. Das ist der Vorteil, wenn man komplett runtergerutscht ist. Ja. Also, lieber Chat, macht euch nichts draus. Ihr seht genauso viel wie ich auch. Gar nichts, wahrscheinlich. Meine sehen im Moment, glaube ich, auch nicht viel. Gut, ich meine, du sitzt immerhin auf einer Leiter. Ja, aber selbst die Leiter sehe ich kaum. Ich mach mal Licht an. Ah, ich weiß, was ich aber noch mache. Ich werde auf jeden Fall trotz alledem in den Miner 69er ein bisschen rein investieren. Ich sehe dich jetzt die Fackel entzünden. Tada! Ja. Olympische Spiele. Noch ein Gun Safe. Die will ich aber jetzt noch aufmachen. Glück, dass du mir noch die Pickaxe gegeben hast. Wo bist du? Ja, siehst du. In einem Haus. Ich habe schon zwei gehabt. Ich will die jetzt nicht aufkloppen mit der Steinaxt, weißt du, deswegen. Sag doch, manchmal weiß ich, was ich mache. Kommen. Ich habe eine Dings. Okay, ich müsste jetzt hier mal was trinken. Vom Haus aus Richtung Norden, wenn du einfach der Straße. Und noch wenn du vorm Eingang stehst, vor der Rampe an unserem Haus, die Straße, die rechts davon geht, einfach der folgen, Richtung Norden. Fast 1500 Sand, das geht doch mal gut aus. Ja. Ich bin unterwegs. Da können wir schon die Beton mixen. Da bin ich und vorher. Zwei Häuser davor ist nämlich auch noch ein ganz safe oben. Das Dach. Vorbereitet haben. Na, so weit sind wir noch nicht. Okay. So, jetzt wird es langsam auch heller. Ich gehe ja dann mit meinen nächsten beiden Leveln gehe ich auf Beton. Ja, okay.
ich mache meiner 69er fertig. Ja, das mache ich nebenbei. Ich muss mal gerade gucken, wie der hier jetzt rauskommt. Nein! Meine erste noch eine Shotgun-Schematik Long im Briefkasten. Ja, zum hier. Dem Haus, ja? Ja. Die Postleute, ne? Dem Haus da oben drin und nochmal zwei Häuser weiter vorne auch oben drin. Zusteller wissen, was gut ist. Ist jeweils ach, ein Gun Safe. Ja, in Richtung unserem Zuhause. Diese Richtung. Auch die andere Villa da. Okay. Am Dach, hast du gesagt. Ja, auf dem Dach geht in der Garage hoch. Da tut sich was. Der Boden stürzt ein. Wo ist da die Garage? Ah, hier. Ach so. Oh ja, da ist schön dunkel, Alter. Ja, hi. Ist das jetzt genau der Block, der quasi noch weg muss? Oder ist da noch einer, der noch unter der Treppe runter muss? Also ich zwei Blöcke. Ich glaube, den du jetzt gerade schlägst, müsste der sein, der hier noch fehlt. So. Gerade gucken, das Öl hier müssen wir sowieso wegmachen. Ja, nur wenn gutes Zeug lassen wir nicht dran. Das Gute ist, wenn ich hier von oben drauf schlage, schlage ich die Neiter kaputt. Ja, das habe ich schon gemerkt, eben bei mir selbst ging das auch nicht besser. Ich mache mal gerade hier den ganzen Dreck weg. Genau, mach mal sauber für die Dame. Das ist... Und guck mir nicht unter meinen Rock. Wir sind ja hier nicht bei Conan. Nee. Im Nacktmodus. So, machen wir die Hütte noch leer und dann gehen wir erstmal nach Hause. Soll ich mal spoilern, was man bei Conan zu sehen kriegt? Das ist mir egal. Ein Fähnchen im Wind, das rumflattert. Oh. Nicht kaputt gelacht. Das habe ich auch vor der Haustür. Ein Fähnchen im Wind. Jetzt gucke ich mal, wo sind wir denn hier? Ja, dieser eine. Ah, da sind wir. Okay. Das heißt, du müsstest jetzt wieder ein Stück weiter hoch. Zu lang. Ach, ich soll weiter hoch. Fällst du runter? Meinst du? Na? Hä? So. Der muss noch weg. Ja. Okay, und jetzt hier runter. So. Und hier runter. So, wo ist denn hier meine Axt? So. Gut, dass wir unten sicher sind. Wenn jetzt ein Zombie reinfällt, ist er tot und wir auch. Kann man so sagen. Gut, dass wir hier sicher sind. Sniper-Rifle-Schematik, Shotgun-Slug-Schematik läuft. Ja, kann man so sagen. Das für gerade mal drei Häuser? Kann man mal machen. Oh Mann, alleine so einen Waffenschrank aufzukloppen. Ich warte mich schon mal ein, zwei Schritte runter. Ach, da ist noch Öl. Das müssen wir aber weghauen. Öl? Öl brennt, ne? Ich setz mal eine Fackel. Ja, normalerweise ist Öl auch nicht wirklich so fest wie das Zeug hier drin. Aber ja. Mit Realismus haben wir es ja nicht so ganz. Okay, den noch. Lass die unterste Leiter bitte gleich. Nee, die untersten beiden bitte gleich weg. Warum das denn? So. Vertrau mir. Siehst du gleich. Aber nur damit die untersten keine Zombies beiden. Hochkommen? Nein, nein, nein. Weil? Ah, siehst du sofort. Ich hab, die Villa hier, ja. Ich hab mich nützlich gemacht auf der Leiter. Ja. Okay, auch durch die Garage einfach rein, die ist offen. Ah, okay. Dann hacke ich mal hier noch ein bisschen räumlich weg, das? Ne? Dass wir ja, mal, mach mal. Besoffene Miss Carter bestimmt. Die ist für die Hixer hier zuständig. Eine besoffene Katze. Stimmt doch gar nicht, bin nicht besoffen. Nur betrunken. Auch nicht. Okay. Oh. Mehr Spitzhacke extra wäre noch geil. Ein paar Forges hinstellen. Warum so geil sind da oben Woodframes? Um die Heatmap weniger aufzuheizen.
Ja, theoretisch könnten wir die runterstellen dann, ja. Okay. Ja. Und nein, warum zum Geier sind hier außerhalb? An der Wand, außen am Haus, oben. Zwei Woodframes an der Wand. Keine Ahnung. Also oberhalb des Spider-Schutz. Ach! Ja, okay, verstehe schon. Ich weiß schon warum. Das sind die zwei Woodframes, die zum Übergang hinkommen sollen. Ist mir noch nicht mal aufgefallen, dass da welche hängen. Ja, jetzt habe ich bloß gerade gesehen, wie ich rein bin. Dann hätte ich sie nämlich vielleicht nutzen können, dann hätte ich jetzt noch ein bisschen mehr Leben. So, ich habe, Melanie, du bist gerade rausgegangen, ne? Ich habe nämlich was für dich. Moment, dann komme ich gerade wieder. In der Müllkiste ist einmal Iron Leg Armor Schematik. Ah. Oh nein! Was? Ich kann ja nicht mehr springen. Ich falle immer wieder in die Dinger. Ja, wie ich eben auch. Max? Ja. Du magst dir Werkzeug, ne? Ja. Ich habe für dich eine Orga-Schematik dabei. Das ist toll. Und dann hätte ich noch eine Long-Shotgun-Schematik. Die ist auch in der Müllkiste. Ich weiß nicht, wer noch auf Waffen skillt. Jo, machen wir das hier? 5 HE oder so? 5 Lock? Warte, ich hätte das gesagt. Also ich kann auch schon ganz gut Waffen, aber die Long, die kann ich schon. Also die kann auch ein anderer lernen. Okay, weil ich kann es ja auch schon. Ich hätte jetzt gesagt, 4 hoch. Ja, wenn nicht, nutze doch zum Skillen. Ja. Ja, notfalls nehme ich sie zum Skillen, das ist schon richtig. So, dass man hier drauf noch vernünftig stehen kann und... Wie viel ist denn 4? Ist das da... Bis dahin oder was? 1, 2, 3, 4, also ja. Also dann da die Decke hinmachen, sozusagen. Achso, du willst gleich Decke. Ja, dann machen wir 5. Mit Decke machen wir 5. Okay. So, dann ist hier vorne nämlich... Spring mal. Spring mal hoch. Bau doch schon mal dann Workbench, wenn du es gelernt hast. So, ja, dann haben wir nämlich Heuballen hier. So, wo waren denn jetzt die Taschenlampen wieder? Oh Gott, wo habe ich die? Ja, die habe ich gerade raus. Die tue ich mal bei den Waffenteilen mit rein. Ich hab's aber, glaube ich, woanders mit rein. Ja, ich hab's schon. Mhm. Weil die brauchen wir eigentlich an den Waffen. Wow. So, jetzt habe ich zumindest mal eine Lampe. Ne. So, warum ist so geil? Habe ich eigentlich die 9mm von mir? Wollen wir schon mal neue Spitzhacken bestellen? Ja, ne? So langsam? Sollten wir, ne? Einmal reparieren, dann sind sie runter auf 100. Oh, hast du Eisen mit unten? Jo. Okay. 68, ne? Na gut, dann können wir ja einmal reparieren. Jo, ich hab schon. Hä? Im Moment verlierst du um die 20. Den Ölschiefer kenne ich noch gar nicht. Echt? Sieht komisch aus, das Icon, ne? Wie so ja. Kaputt mit Schokolade. So. Ich habe eben die ganze Zeit gedacht, was laberst du? Kenne ich wirklich noch nicht. Also. In der Wüste habe ich mich aber noch nie runtergegraben. Ich nur einmal, aber das ist schon länger her. Okay. Ich weiß, Kix hat sich mal in der Wüste runtergegraben, in Anführungsstrichen. Das war noch ein anderes Symbol. Also ich glaube, das ist jetzt, glaube ich, neu, bei 15.1 gekommen. Glaube ich. Okay. Vorher sah es anders aus. Man lernt nicht aus. Oh, da ist noch einer. Halleluja. Kein Stuhl da. So, 600 Euro Eisen. Ja, Eisen haben wir dann bald en masse. Ja gut, das geht ja schnell weg, so ist er nicht, ne? Also ich würde mal sagen, so 10x10 Block als Raum und dann da hinten dran so los donnern, ne? Ja, 10x10 hört sich gut an. Machen wir den Tower hier sozusagen mit der Leiter zentral, oder? Naja,
lass uns den an der Seite irgendwie haben, oder? Boah, von mir aus. Also quasi jetzt in die Richtung, wo du jetzt gerade gekloppt hast, in die Richtung bei der Ausbau, ne? Nach links sozusagen, genau. Wenn man vor der Leiter steht, ja. Genau. Ach, leck. Würde ich auf jeden Fall so. Jo. Wir mal alles durchluden, dass wir brav skillen. Auf was ich heute noch gar nicht gemacht habe. So. Eisen. Ja. Sieht doch gut aus. So, das Häuschen hier gefällt mir, oh. Da gehen wir jetzt mal rein. So, was machst du mit diesem Ölschiefer? Mit dem Ölschiefer kannst du Treibstoff machen für die Motorräder. Ah, okay. Und zwar ganz viel. Bei Velcro habe ich letztens zugeguckt. Der war total überrascht, wie viel das da bringt, das Zeug. Okay. Ich habe jetzt 407 Ölschild. Ich denke mal, das reicht für 5000 Öl oder so. Sauber. Bin mir nicht sicher, aber ich habe sowas ganz schwach in Erinnerung. Da braucht man aber die Chemiestation. Ja gut, das sollte nach einer Zeit nicht das Problem jo. Sein. Kann man ja abbauen und hin. Also ich würde alles hier in den Keller reinlagern, sozusagen. Die Forges, Chemiestation, Betonmischer. Dann haben wir ja, schon gut, mal 57. Das macht schon Sinn, definitiv. Dann haben wir 57 Blocks, das müsste ein anderer Chunk sein, das heißt, dann gibt es auch nicht die Heatmap oben, nicht? Genau so ist es. Mach doch unten gleich auf alle Fälle Heuballen oder so. Haben wir schon, ja. Haben wir schon. Habe ich auf der Treppe schon gekauft. Ja, und hast du auch die unterste... Pferdenflug, ja. Fang mal. Wer springt als erstes? Reparieren, oder was? Nein, nehm mal. Ach so? Die ist doch schöner. Das ist dein Zaufel. Was mache ich denn mit der? Ja, Kaku, genauso. Du hast da echt das Problem, wenn du da nicht von Anfang an versuchst, einigermaßen Ordnung drin zu halten, dann hast du keine Chance mehr irgendwann. Bei so vielen Leuten auf jeden Fall. Ja. Also Schnitzel. Bei drei Leuten geht's noch. Schnitzel, möchtest du mal runterspringen? Nee. Ich bin wahrscheinlich weggezogen. Nein. Ich bin gar nicht da. Ich stell mich dann da drunter. Aber ich glaube, irgendjemand ist im gleichen Haus wie ich. Ja, es dürfte wahrscheinlich ich sein. Das ist potenziell möglich. Noch ein Waffensafe und ich habe keine Pickaxe. Ja, meine Pickaxe ist gerade durch, schon nach dem dritten Safe. Ja, da müssen wir halt nochmal bei Gelegenheit noch. Tatsache. Warst du oben schon? Ganz nein, oben? Ich habe nur das Fernseher abgebaut. Ah ja, das war dir bitte wichtig, ne? Eine Klotze, ja, ja. Nee, ich gucke überhaupt kein Fernsehen in der Realität. Du musst ja, du aber musst doch schon seit Jahren nicht mehr. Du musst doch den süddeutschen Zombiefunk sehen, also bitte. Ja, den gucke ich aber nicht im Fernsehen, den gucke ich am Rechner. Ja, okay. Aber die wollen doch unbedingt sagen, wo die nächste Horde erscheinen, also. Ah. Soll ich eine Armbrust crashen? Gute Idee. Nee, ist Quatsch. Wo bist denn du von der Wertigkeit her? Ich hab die im Inventar, die Armbrust. Hä? Also, ich kann die craften. Hast du die Skin gelesen oder was? Das Rezept? Ja. Und welche? Mach mal einen Wooden Club, stell mal einen Wooden Club her. Wegen der Wertigkeit. Mach ich kurz. Weil, ist Quatsch, wenn man, ich sag jetzt mal 50 oder 100 der Wertigkeit oder was hat er, dann geht's das denn? Überhaupt nicht. Dann sollst du den machen, der am meisten rauskriegt, ne? Okay, ich schätze mal Schnitzel. Mit ich habe über 300. Halleluja. Also grün. Grün. Ich könnte es rein theoretisch sogar, ich habe noch 18 Skillpunkte übrig, also ich könnte da sogar noch ein bisschen was mit anfangen. Ich könnte es noch um einiges hochdrücken. Also wir werden mit Sicherheit dann am Blau rankommen, aber 350 kriege ich hin. Rein theoretisch, wenn ich alles reinballern würde. Ja. Also einfach mal einen Wooden Club einfach nur mal craften und dann siehst du ja, was der für eine Wertigkeit hat. Oder du guckst bei Weaponsmithing einfach in deinen Skills rein. Mhm. Und da siehst du dann, wenn du das anklickst, dann siehst du auf der rechten Seite, siehst du, welche Wertigkeit du craftest. Also Crafting Quality. Oh, das ist doch Eisen.
Wo gehen wir Rezepte hin? Ja, 10%. Wie viel? 10. Yes. 10 von 100. Ja. Es kommt drauf an, für ja, welche Art, ja, sag ich mal. Hinter mir. Dann habe ich es immer in die entsprechende Kiste reingelegt, dass es der lesen kann, der es braucht. Okay. Also ich mache 306,5 bin ich aktuell. Wollen wir da hier jetzt eigentlich innen noch eine Verkleidung machen sozusagen? Oder können einfach wir, ne? Den nackten Boden? Also vom Boden her... Nee, also von den Wänden her meine ich jetzt. Von den Wänden her machen wir auf jeden Fall noch was, ja. Okay. Stimmt, Hagebude, ja, da hast du recht, das stimmt, ja. Jetzt, wo du sagst. Hagebude, ich schreibe gerade bei mir, Pool ist auch manchmal ein Safe drin, ja. Das weiß ich im Übrigen, ja. Und dann schreibt er noch dazu, von wegen der Crossbow, wenn sie es gelesen hat, ist sie wie Wodan. Ist was dran, ja. Ist auch so ein Kandidat. Ach, Alter. Ich habe es dann nur gelesen, weil ich es nicht mehr mitnehmen konnte. Nee, ist überhaupt ein Wille. Um Gottes Willen macht er da keinen Kopf. Gottes Willen. Wie finde ich schon wieder? Aber nicht in der Stadt. Wer weiß. Boah, ist hier viel Öl, ey. Was ich hier schon alles im Müll gefunden habe. Ja. Die meisten Schematics habe ich wirklich im Briefkasten gefunden. Ja, Postler. Weißt du doch. Genau. Jetzt weißt weil du, warum das hatte ich in der Alpha 11 und 12 oft, aber seitdem nicht mehr so viel. Ja, jetzt weißt du, warum ich das alles immer kann. Ja. Seit der Apokalypse gibt's kein Briefgeheimnis mehr. Gab's das vorher schon? Mhm. Na. Bei dem Husten solltest du unbedingt mal alle rauchen. Ja, ich warte immer bis zur Nacht. Oh. Red Puffer Cat. Puffer Cat. Das sag ich gar nicht. Ja. Puffer Cat. Sagt es nicht mir. Sagt es dem Keksel, haha. Ja. Sagt der Puffer Cat. Wir hatten. Sag mal, wer verfolgt da die Folgen nicht? Was ist denn hier los? Mit wem muss ich denn jetzt mal ernstes Wörtchen reden? Ich bin Fremdseher. So, heute kam ich noch nicht dazu. Ansonsten weißt du, dass ich immer lese, gucke. Immer lese. Ja, ja. Ja. Du liest immer die Kommentare, um das Codewort rauszufinden. Sie liest immer die Zusammenfassung. Ganz bestimmt, von ja. Mir. Das klappt bei der aktuellen Folge nicht. Ne. Das stimmt. Verrat doch nicht so viel. Ja, das ist. Das stimmt. Bei der aktuellen Folge klappt das nicht. Gerade voll abgedrückt. Na, da kann ich mich ja wenigstens schon auf was freuen. Ja, ich habe die letzten drei jetzt nicht gesehen, weil ich was anderes gefunden habe, was ich erst kurz gucken möchte. Aber was? Ja, aber das holen wir natürlich morgen gleich nach. So. Ja, ja. Davon möchte ich ein Video sehen, wie du das Video guckst. Das Video? Schnitzel, musst du doch nur deine Webcam hier in meinem Zimmer anschalten. Ja. Sprich dich ruhig aus. Oh, weißt du was? Wir gehen einfach in Tiny Chat, während ich die Videos gucke. Ist er? Ey! Wir hatten hier einen Football-Helm in der Leiche liegen lassen. So, Proxy. Hier im Krematorium. Proxy? Ja? Jetzt müsstest du einmal reparieren, bitte. Okay. Oh, ich habe keinen Platz mehr. Moment, so. Warte. Pellasam war überfällig. 139, naja, geht doch noch. Ja, das geht doch noch. Damit kann man arbeiten. Yep. Kann man. Muss man aber nicht. Aber da ist noch Eisen. Ah, hier ist überall noch. Also wir haben genug. Ja, für den Anfang auf jeden Fall. Ja. Das geht danach ja schneller weg, als man buchstabieren kann. Aber erstmal. Für den Anfang ist das nicht schlecht, jo. Das ging schon mal schlechter die ersten 5 Tage. Ja, wie weit sind wir denn? 1, 2... Aber langsam geht mir das Holz aus. Ich bräuchte mal nochmal Nachschub von oben. Hier. Was hast du noch? Wenn du dich umdrehst, ja. Aber ist die Hälfte von meinem. Das ist nett.
Das passt wie die Faust aufs Auge. Ja. Ja, warte mal, bist du die Faust im Auge? Ich gehe nicht unausgerüstet nach unten. Ich hatte auch so um die 1000. Jetzt haben wir ja noch knapp 300 gehabt. Gut, vorhin hatten wir mal so halbwegs eine Ordnung drin bei den Waffenteilen. Ja, siehst du, kaum ist die Mutter nicht mehr im Haus. Aber wir können auf jeden Fall was kriegen. Wir kriegen dann schon eine ganz gute Hunting Rifle hin. So, die können da nicht rein. Aha. Guck mal, hier hört sich ja niemand schreien, ne? Jetzt kann ich dich bedrohen. Guck mal hier. So, einmal essen. Feuer ist aus. Oh, wir machen ein wenig Minenmusik. Minenmusik? Ja. Düm, düm, düm. Also ich habe das Gefühl, düm, ihr seid unter mir. Ja. Nee, das Problem ist, das ist bei Proxy, habe ich festgestellt, der hat ab und an, hört man den Sound mal bei dir durch. Vom Klopfen. Das kann sein. Oh, ist doch schön. Ja. Dann habt ihr auch ein bisschen Minenmusik. Auf die Map. Ja. Gott sei Dank seid ihr keine Minensänger. Ah. Diese Wortspielerei. Der war gut. Ah. Walter von der Vogelweite. Oh Mann, echt. Hochkulturell, mitten in der Nacht. Ja. Besser als. Wie heißt er? Domian. Ach, du meinst Domipü. Wer? Domipü. Hat der einen Spezialnamen? Nee, bei uns in der Community wurde ich plötzlich irgendwie als Domipü genannt, weil mein Spitzname ist eigentlich Pü. Ah. Und so musste dann einen auf Psychiater machen. Na ja, gut, ich bin auch verrückt, also kann ich auch gut therapieren, ne? Was ist deine Lieblingswaffe? Die Magnum. Magnum und Hunting Knife. Das sind eigentlich die zwei, die habe ich am liebsten hier. Ja. Und in der Realität, naja. Ich mag auch den Raketenwerfer, ob es in der Realität ist oder hier, also. Das ist dir Hupe, ne? Das ist mir Hupe. Ich sag noch, Raketenwerfer, Stefan, Bank, Zombies, fertig. Aber in der Realität würde ich sagen, Hupe nie, wenn ich einen Raketenwerfer in der Hand habe. So, Mechanical Parts. Eine Range habe ich. Ich brauche noch einen Clawhammer und Forged Iron 25 Stück. Dann können wir eine Workbench bauen. Oh, das ist schön. So, ich baue dir doch einfach einen Clawhammer. Ja. Bin gerade dabei. Weil das ist ja wurscht, was der für eine Wertigkeit hat. Ja, richtig. Also definitiv, Magnum ist in dem Spiel absolut meine Lieblingswaffe. Hast du aktuell schon eine kaputte Range? Weil ich hätte eine kaputte Range. Ja, wir haben hier auch welche noch. Ja, okay. Also ich habe eine mit 57, die ist ziemlich kaputt. Die ist ziemlich durch. Ja, meine ist durch. Dann hatten wir aber noch ein paar andere hier irgendwo. Den Rocket Launcher, die Schematik habe ich da reingelegt. Vielleicht hast du die noch nicht. Ja, habe ich schon gelesen. Ich bin jetzt aktuell in der Bank und mache die Tresore. Und das dauert halt ewig, wenn man. Ja, Spitzhacke ist nicht gut, so nicht so. Ja, hör ich da jemand jammern? Ja. Naja. So. Vor allem, wenn das die einzige ist und die man ständig reparieren. Wow, da ist ja noch was los. Was? Da ist ja noch einiges an Eisen. Ja. Ich mache jetzt bloß erstmal eine Breite, um zu sehen, wie weit ich muss. Oh, und Öl haben wir genug, also
Ist hier noch ein geschmiedetes Eisen? Ich habe jetzt knapp 800. Das ist schon einiges. Haben wir hier noch irgendwo geschmiedetes Eisen? Hab ich einstecken gerade. Kannst den Rest dann gleich haben. Dankeschön. Sobald ich dann den Chlorhammer jetzt gleich fertig habe, dann kann ich die Workbench nämlich bauen. Und dann gebe ich dir gerne den Rest. Darf man mal einmal fragen, wer jetzt gerade was macht? Ich bin am Looten. Vorher habe ich Lehm gefarmt. Ja. Jetzt. Banktresore. Mit einer tollen Spitzhacke. Warte mal, Max, legst du jetzt einfach mal in die Kiste oben links, leg ich sie mal rein. Holz und Stein. Jo, passt, danke schön. Ja, Steine. Ja, super. Holzstein finde ich super. So, ich bin aber mal für heute raus. Okay, Mascata. Tja, ich bin müde. Gute Nacht, die. Dann habe ich gleich einen Zuschauer mehr, weil so bei mir im Stream immer einschläft. Ich habe die ganze Zeit schon deinen Stream offen. Achso. Würde ich mir Gedanken machen. Nö. Sie sagt immer, ich bin entspannt. Tja. Also, nehme ich als Kompliment. So. Bis dahin, ne? Jo, tschüss. So. Irgendwie finde ich das hier langsam sehr dunkel. Dann hätten wir nämlich auch gleich die Workbench. Super. So, wie bei Karma. Und sobald die Workbench fertig ist, baue ich mir einen Mining Helm. Ja, vielleicht hat der schon wie irgendwer noch Punkte übrig für Betonmischer, Zementmischer. Ja gut, den bräuchten wir jetzt zwingend noch nicht. Ja, wichtig ist halt, wir müssen dann mal gucken, dass wir bei Gelegenheit Steine, Clay, dass wir Cobblestone herstellen können. Wir brauchen Gras, wir brauchen Holz. Und dann müssen wir uns auch mal Gedanken machen, was wir denn überhaupt machen wollen. Also wie gesagt, 1000 Clay habe ich. Zement. Genau, betonieren. Mehr brauchst du aber mehr Eisen. Weil wenn du Cobblestone machst, sparst du dir das Eisen. Passt. Okay, das heißt, du brauchst eigentlich gar kein Eisen, weil die Wände ja schon aus Brick werden mit nix. Achso, wenn du sie direkt herstellst, meinst du? Genau. Einfach nur die Beton. Das sind machen. Aber nicht ganz so stark, ne? Würde ich nicht machen. Du willst sie abkloppen alles? Nee, pass auf. Ja, und zwar ganz einfach ein Grund. Weil wenn ich hergehe und setz einen falsch, oder passiert ganz schnell, du setzt falsch, dann klopfst du den ganzen Mist weg. Und dann brauchst du länger. Wenn der ist noch nicht getrocknet, dann hast du ja noch 1500 Points und dann geht das doch. Aber hast trotzdem 1500. Ja, aber das viermal neu aufwerten, das dauert fünfmal so lange. Also ich mach das auch immer mit dem fertigen Stein. Okay. Es kommt drauf an, wenn du die Ruhe und Zeit weg hast, dann kannst du ja ganz in Ruhe setzen, aber... Also ich muss ganz ehrlich sagen, wir sind so viele Leute, ne? Lieber hergehen und erstmal aufsetzen, dass wir überhaupt mal wissen, wie und was, und dann aufwerten. Macht viel mehr Sinn. Also ich mag selbst, wenn ich jetzt allein spiele oder was, außer im Kreativ, okay, das ist eine andere Geschichte, aber sonst nicht. Na dann. Also Sand haben wir auch. Ja, für Viala schreibt es auch gerade, aber Fertigen sind aber eigentlich viel zu teuer. Ja, also wie gesagt, ich mag es nur so, dass ich dann jetzt eigentlich hergehe und sage, entweder 2000 nehm ich, Sand. Nehme ich Flagstone, du die dann mit auf, du und wehr die dann auf, bis auf Wir brauchen hier mal eine Kiste, weil... Du verlierst ein bisschen was. Ich wollte gerade sagen, ich mache mir nämlich jetzt hier mal eine Kiste, bevor das Zeug weg ist. Die mache ich mal hier an die... Boah, ich habe eingesammelt. Okay. So, die Workbench ist jetzt gleich fertig, endlich. Da lege ich mal das ganze Zeug rein. Ja, und bitte entsperren. Ach so. Das vergesse ich immer wieder, das ist... Ja, ist nicht schlimm. Hallo? Wo ist er denn? Da ist er.
So. Ja. So, wo sind wir denn da? Da sind wir da. Also ich habe jetzt schon mal hier vorne so abgesteckt, wie wir es ungefähr haben wollten. Ja, das wäre jetzt also diese... Das wäre dieser Raum sozusagen und dann jo, hier ein freilassen als Tür und dann können wir da hinten klappen, wie wir wollen. Norden ist dann quasi hier, ne, wo ich jetzt bin. Ja, Norden ist da, dann können wir da einen Durchbruch machen, da wo jetzt gerade schon die Kante ist. Da können wir auch nochmal einen Durchbruch machen, ja. Und hier hinten raus. Und hier hinten raus. Können wir in zwei Richtungen. Ach so. Oder nicht? Okay. Ja, wer weiß, wo wir was finden. Also, wenn wir jetzt nach Norden gehen und finden da gar nichts mehr, dann... Ja. Müssten wir ja sowieso noch einen neuen Durchbruch. Jo. Kann einer nämlich nach da hinten raus und einer nach Norden raus. Finde ich auch, Femiana. Ich auch, was denn? Geht dir gar nichts an, du Petz. Ja. Ich petz das Schnitzel. Ja. So. Jetzt hat der Schnitzel einen Mining-Helm. Ja, hast du noch mehr? Nö. Was wollte ich denn jetzt eigentlich? Wollte ich noch irgendwas? Ach genau, Waffenteile. So. Ich werde mich aber auch für heute verabschieden. Okay, gute Nacht, Melanie. Ja, und euch noch viel Spaß weiterhin. Danke. So, danke dir. Dir ja, auch alles Gute. Gute ja, Nacht. Danke. Tschüss. Tschüssi. Ja. Da haben wir ja noch ein bisschen was. So, dann kommt ihr da rein. So, dann haben wir das auch schon mal erledigt. Boah, hier ist abartig viel Zeug. Ja. Am meisten Sand. ja, definitiv. Mit so, Abstand, dann ja. Haben wir das auch. Und sehr viel Öl. Also ja. Heftig. Aber auch gut Eisen. Die ja. Federn habe ich in die Munitionskiste mal mit reingelegt. Ah, okay. Da war ich noch nicht, deswegen habe ich das dann noch nicht gesehen. Dann geht mir das Holz wieder aus. Ich bin da. So, was machen wir jetzt? Was machen wir da? Bitte sehr. Dankeschön. Krass. Kann mir mal im Chat jemand sagen, ob ich spinne? Oder kann mal jemand kurz rauskommen zu mir? Einfach aus dem Haus raus. Komm mal, hier, da wo die Bäume sind, Ah, da. Komm mal, ja. Guck dir doch mal bitte den Baum hier an. Ja, das ist einer aus dem Schneegebiet. Ja. Die sehen immer so aus. Die sind ans Biom gebunden. Ich hatte drei unterschiedliche Samen. Ja, aber ist das dann so, ich meine, guck mal, jetzt haben wir den aus seinem Biom rausgerissen. Ich weiß halt nicht, guck mal, der ist ja jetzt, ist ja quasi ein Albino-Baum. Ja. Ah, wenn er ausgewachsen ist, musst du den fällen, um ihn von seinen Leiden zu erlösen, ja. Das ist richtig. Ja, aber das ist ja, ich weiß ja nicht, ob der sich, ich meine, guck mal her, Aldur. Jetzt stell dir mal vor, du würdest hier komplett weiß als Albino Aldur, ja, irgendwo stehen. Ja. Zwischen so ganz vielen anderen, also normalen Leuten. Ja. Okay, ich meine, das ist jetzt nichts anderes als sonst auch. Dann würde ich sagen, ich bin einzigartig. Ja, finde ich gut. Naja, das ist jetzt Ansichtssache. Ich find's gut, dass du immer was Positives findest. Man braucht ein gutes Selbstbewusstsein. Also. Ja. Und das hat dieser Baum auch. Das ist bestimmt einer von denen, die ich mitgebracht habe. Der muss dieses Selbstbewusstsein haben. Sonst hätte ich seinen Samen nicht ausgesät. Okay. Ja, die haben vorher spreche ich mit den Samen und die müssen einen psychologischen Test.
unterzogen werden? So ein Wo kommt das alles her, was du da laberst? So ein Einbürgerungstest? Ja. Wo kommt das her? Dann sag mir einer was mit meinen Notschwierigkeiten, ne? Oh mein Gott, ja. Oh. Eisen. Nee. Ist schon übergegriffen, das Virus. Ja. Ja, ein bisschen. So, ich mache aber auch nicht mal allzu lange heute, also. Na, Schnitzel, wir haben schon 2 Uhr, musst du nicht ins Bett? Nö, musst du nicht ins Bett? Nö, ich wollte noch 2 Stunden länger mit Stefan machen. Aber du bist 500 Kills oder was? Ah, ich unterstütze. Ich unterstütze Stefan bei den Kills. Ja, du stellst dich neben ihn und feuerst ihn an. Nee, ich laufe mit Fleisch durch die Stadt, lock die Zombies an und dann geht's los. Ja, dann geht's rund, ne? Sprach der Frosch und sprang in den Mixer. Ja. Rum-di-dum-di-dum-di-dum. Oh Gott, oh Gott. Wer ist denn hier am krepieren? Ach, der Stefan. Oh, echt? Oh. Endlich mal was Positives. Das war ich nicht. Okay, dann war's der Damir. Das war ich. Nur ihr beide seid bei mir. Okay. Damir, bist du schon wieder krank? Nein. Noch nicht. Das hörte sich mehr verzweifelt an. Achso. Okay. Alles okay. Ja, besser verzweifelt als krank, also. Ja. So, also Richtung Norden haben wir auch nochmal Eisen. Nett. Ja. Volles Programm. Ja, Hagebude, wir machen schon ein klein wenig, machen wir schon noch. Ich meine, nicht mehr allzu lange. Ich musste schon ein ganzes Stück, aber. Sagen wir, haben die das irgendwie abgeschafft, dass es dieses Tada bei 5 Punkten gibt? Es kommt ein Geräusch eigentlich. Ja. Oder wird das verschluckt vom Hacken? Das könnte passieren, ja. Das ist vom Hacken verschluckt. Hallo, Schwester. Oh Gott, Megalek. Proxy, ich verstehe dich. Das ist so wie mit dem Schneezombie. Ja, genau. Der hat ja auch einen Nagelschuss. Ich wundere mich, wie lange ich schon hier zuschauen darf. Hey, Dicker. Nenn mich nicht Dick. Von dir spricht ja auch keiner. Okay. Hast ja auch keinen Pfeil von mir gerade im Kopf bekommen. Das wäre jetzt das erste Mal, dass ich es nicht bekommen habe. Aber, Schreien. Bist tot. Oh, das war ja klar. Oh, war ja klar. Halleluja. Anstatt, das war geil. Anstatt, das ist aber wie aus der Pistole geschossen, Stefan ist tot. Naja. Ja. Bei uns ist das so, anstatt dass sich jemand freut, dass die Zombies von jemandem gekillt werden. Ja, toll. Dann lieber leben lassen und jemand anderen killen lassen. Schreierin ist tot. Oh, ich weiß noch bei der ersten Folge. Hier ist eine Schreierin. Alle drängen sich dahin. Und ich denke mir einfach nur noch, ja, macht mal. Ist okay, habe ich kein Problem mit. Proxy? Hm? Kannst du noch mal? Ja. Ich kann mehrmals hinterher. Also, es reicht mir jetzt noch einmal. Okay.
Ein kleiner Nimmersatt. Ja, diese sag diese mal hier zwei. Spitze da. Was macht ihr da? Untertage arbeiten. Das muss ich mir sowieso mal angucken, was ihr da treibt. Na nun, wo ist es hin? Das hätte ich jetzt eigentlich fragen müssen. Also da ich muss ja es. Sagen, seit Proxy da ist, kümmerst du dich ja gar nicht mehr um mich, ne? Also das ist ja schon sehr auffällig. du hast da oben leider so viel zu tun. Das kommt mit der Zeit, wenn wir hier größtenteils erstmal alles aufgebaut okay. haben. Okay. Aber du weißt, hier ist so viel Eisen und Öl und du weißt, ne? Naja, ich höre immer nur Öl und sehe euch einreiben gegenseitig, weißt du? Holla, das nenne ich immer mal einen Gang hier. Was? Das geht wohl, ne? Ja. Also... Ist ein tiefes Loch. Auch ganz schön. Nein, diesmal nicht so rum gemeint. Oh. Jetzt habe ich mal einmal nichts Falsches gedacht, ne? Ausnahmsweise. Ah. Oh, da ist er ja. Ich bin auch auf der Wenn jetzt so in der Wüste, ne, auf einen Zombie schießt und schießt daneben, ne? Dann ist der Begriff in den Sand gesetzt gleich mal. das ist richtig, ja. Ach so, Mining Helm ist schon was Feines. Ja, sag's noch ein paar Mal, ich glaub's dir. Ach so, Mining Helm ist was Feines. Glaubst du nicht? Doch, doch. Musst du mal ausprobieren. Hm. Hast du noch keinen? Nee. Hatte ich im Übrigen auch bei den letzten Versuchen hier zu spielen nicht. Kann man sich bauen. Ja, ich weiß. Tatsächlich habe ich auch einen Football-Helm schon in der Tasche. Dann nehmen wir eine Taschenlampe dazu. Die habe ich auch. Aha. Habt ihr das gehört? Die bunkert. Hält alles für sich. So, ich würde jetzt mal sagen... Ich finde das nicht in Ordnung. Ich habe jetzt, glaube ich, einen Fehler gemacht. Ich wollte ja eigentlich, dass er mit der Wand hinter der Treppe hier quasi was? Abschließen. Achso. Damir left the game. Also noch ja, ein... Ich höre auf für heute. Noch Spaß gemacht. Drüber. Ja, bis gut. Bis nächsten Freitag. Gute genau, Nacht, Damir. Jo, Damir, schlaf gut. Gute Nacht. Zur Not schließen wir mit der Treppe ab, das ist ja auch nicht wild. Also. Und wir machen nur eins weg. Ja. Ich nehme mal die Sachen einmal Güste mit hoch. Jo. Weil, brauchst du noch irgendwie Essen oder sonstiges? Ja, wäre nicht schlecht. Dann bringe ich mal was mit runter. Also trinken und essen wäre nicht schlecht. Ich bräuchte mal noch so Bacon Eggs, ungefähr 3 und noch 2. Oh, hier hat jemand aber ganz genaue Vorstellungen von seinem Menü. Hallo. Ich bring dir was mit runter. Supi. Und Holz. Ganz viel Holz. Vertrau mir, es gibt Öl zum Nachtisch. Da hat auch jemand Hunger. Wollte ich auch gerade sagen. Knurrt aber auch gut der Bauch. So, meine Freunde der Sonne, wir haben eine Hunting Rifle fertig. Ja, ja. 270er Wertigkeit. Zack, kommst da rein. So, dann haben wir das hier. Dann bauen wir die nochmal auseinander. Die bauen wir nochmal auseinander. Alle drinnen? Jo. Nö. Gabriel kommt mir heute irgendwie wie der Schließer vor.
Ja, seit dem Hardcore-Event, wo plötzlich der Zombie bei uns in der Hütte drin stand, du, ist mir das alles nicht mehr so ganz. Ja, ja, gut. Kann ich hatte übrigens die Frames, die ich rausgenommen hatte, über die Tür an die Wand geklatscht, ne? Ja, das habe ich vorhin gemerkt. Ich habe mich nämlich gefragt, gehabt, also fiel mir dann ein, dass es die sein müssen. Weil ich hatte mich so gefragt, gemeint, was zum Geier sind das für Woodframes? Wer hat da Woodframes hingemacht und vor allem warum? Aber dann fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Oh, ich glaube, die Shotgun machen wir auch fertig. Und trinken ist da. Ach Quatsch. Jo, eine Shotgun hätten wir auch fertig. Die ist zwar jetzt nicht so prall, aber jetzt weiß ich wieder, was ich noch skillen wollte. Siehst du denn? Der Fixer, wo ist er denn? Der Fixer. Komm mal rein auf da hoch. Dann tun wir die letzten drei knallen wir da noch rein. Dann ist alles gut. So. Boah, ist was. Ja, 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 ja. Das ist Schnitzel. Das ja, ist ja, normal. Eben. Außen knusprig, innen hohl. Wo tue ich die Spikes denn? Naja, keine Ahnung. Ich würde sagen, zum Holz draußen oder so. Zum Holz? Okay. Zum Holz. Ich muss mir mal noch ein paar Nägel auslassen. Warte mal. Sind drei, vier. Dann habe ich noch einen. So, dann machen wir mal noch. 100. So, einmal essen, einmal trinken. Bisschen was für die Wellness. Müssten dann auf jeden Fall, wenn das Wasser durch ist, müssen wir Tee hinstellen. So, dann probieren wir jetzt mal aus. Ich lass los, von ganz oben. Okay. Oh. Hast du dir was gebrochen? Butterweich. Oh, Butterweich. Wie mit wow. Hydraulik. Wow, von ganz oben. Ich tu dir mal. Da was rein, da was von, da was von. Dann. Tu ich dir das rein. Das kann da rein. Und ja, das sieht doch dann schon besser aus für dich. Das, was du nicht davon brauchst, kannst du erstmal drinnen lassen, weil wir sind ja noch ein paar Minuten unten. Kein Golden Rod Tee. Habe ich eben nicht gefunden. Aber ich dachte, okay. Hier unten eher ein kühlendes Getränk, oder? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Kein Golden Rod, was fällt dir eigentlich ein? 70,3, also ja. Ja, siehst du dann. Ist okay. Passt. Ich hätte jetzt auch keine andere Stellungnahme erwartet. So, schönes Holz hier. Das, okay, das garantiert sich noch nicht. So. War noch genug Fackeln? Ich habe jetzt nur noch die eine, ja. Ah, ich habe noch 10. Boah, dann gib mir mal bitte noch 2, 3. Ich habe keinen Platz mehr im Inventar. Vorsicht da unten, ich komme! Ich stell mich hin, ich stell mich hin, ich stell mich hin! Ich leg da hier mal die Hälfte hin, warte. Ja. Ha. Danke. So. Hi. Oi, der Schwede. Ja. Mahlzeit. Oi, der Schwede. Schnitzel ist unten, ich verkriech mich. Hallo. Ja. Was ist hier los? Hölle. Also ihr habt ja richtig ordentlich gebaggert hier. Ja, wir sind voll am Baggern.
Achso, ich habe jetzt keine Range mehr, da habe ich ja bei der. Das, ja. Das. Oh, nice. Zack, zack. Wenn wir was machen, müssen wir es richtig machen. Ja, das ist gar nicht so schlecht. Ist hier unten immer noch Sand oder was? So, Stefan ist jetzt unten, jetzt können wir zumachen. Hier ist. Hier ist überall Sand. Echt jetzt? Oh, okay. Das bis zum Bedrock Sand ist. So. Ich hab's auch nicht geglaubt, aber. Das ist echt krank, ist. Immerhin hast du nicht nur Sand, wenn du es abbaust, sondern auch Steine. Ja. Ach, jetzt weiß ich, was ich wollte. Dunkel? Sein. Hell. So. Zack. Ist das dein Ernst, Alter? Was hat er gemacht? So ein Arsch, Alter! Offensichtlich wirklich eingebaut, ja. Oh mein Gott, nee, das zählt nicht. Oh mein, das zählt nicht. Warte, guck mal. Das ist ein Arsch, Alter. Der macht mich echt zu hier. Wo, bitte? Ich möchte hier noch rauskommen. Sonst hätte ich mehr Essen mit runternehmen müssen. Ich habe Woodframe oben drauf gesetzt und hab den aufgewehrt gehabt, einmal. Achso. Und ich war aber nebendran noch gestanden, da fängt Stefan an, das Ding aufzukloppen. Und ich habe gleich wieder repariert. Ja, mal sehen, wer mehr Ausdauer hat. Naja, ich habe noch 1300 Holz einstecken, also. Ja, dann habt ihr noch ein bisschen was voll. Ich spring noch mal ein Stack vorbei. Der ist schon nur raus. Oh Mann, ey. Herrlich. Oh Gott, geil, ja. So, 0 Uhr 34. Ah, ich hätte voll Bock, in die Nullerstadt zu gehen. Wo willst du hin? In die Nullerstadt. Achso. Ja. Zombies. Nicht wegen den Zombie-Kills, sondern wegen Geschäfte. Da sind sicher genug Geschäfte. Und dann mit dem Auge durch die Gegend hier wurme. Ja gut, wegen den Zombie-Kills natürlich auch, ja. Stefan, du hast Hausarrest. Ich sehe schon. Stefan und Schnitzel in der Nullerstadt. Mein Zombie, mein Zombie, mein Zombie. Wow. Das geht ja hier richtig wie Butter. Ja. Also willst du jetzt nach Norden und ich soll dann nach Westen oder wie? Oh. Ja, mach mal ruhig da den Weg schon mal. Bin auch dafür, okay? Heute nicht mehr. Was ist los? Nein! Ach, Gott sei Dank. Was? Alles gut. Alles gut. Dann mache ich mir jetzt mal ein bisschen Platz hier. Es wird bloß immer so schnell dunkel. Ja. So, ich brauche mal nochmal Werkzeug hier. So. Boah, ich sehe vor Sand die Wüste nicht mehr. Das war echt doof, dass ich mir gerade nochmal einen gebaut habe. Was soll denn der Scheiß? Wo war der Bunker? Bunker? Warum der Bunker? Ja, gib mir noch 2 Tage und ich komme beim Bunker raus. Ich bin schon auf Bedrock. Au! Wo, beim Bunker? Ja. Ach, du bist beim Bunker jetzt gerade? Sie. Das sagt aber keinen Ton. Könnte ich... Das habe ich gerade eben schnell gemacht. Ich bin auch bloß durch Sand. Könnte ich mich ja wirklich so schräg durchbuddeln. Ich hätte gerne noch eine schöne Spitzhacke. Ja, würde ich auch gerne noch bestellen wieder.
theoretisch könnte ich ja bis zur Straße, auf der Straße nach links, dann wieder hoch, dann wieder... Ja, machen wir. Wir könnten eigentlich schon mindestens 3 Minibikes, glaube ich, herstellen. Also zur Not Treibstoff haben wir genug. Ja, es sind 3-4 Motoren da, es sind 3-4 Batterien. Reifen sind auch da. Ein Korb, aber Körbe kannst du auch so unterwegs einsammeln. Oh. Das wäre nicht das Ding, und ich glaube, irgendwer hatte schon Minibike gelernt, oder? Ja, habe ich. Ja, siehst. Ich habe Blei gefunden. Nett. Mal was anderes. Jo. Auch wenn es dann noch Potassium und Kohle findest. Oh, mal sehen, was ich bis zum Bunker noch finde. das meinte ich jetzt eigentlich ernst, ne? Also ich bin voll auf dem Weg da. Naja. In der Geschwindigkeit? Ich sag mal so, wenn Max da noch sein dazu sagt, yo, mach das mal, dann ist mir das klar, dass du das machst. Ich meine, wer will dem unbestrittenen Zwerg eigentlich, von Moria eigentlich widersprechen? Also. Ja, Max, möchtest du eigentlich den Weg zum Händler fertig machen unterirdisch? Halte die Gosch. Aber lieber Arbeit. Ja, seitdem Kevin weg ist, also raus ist, da klar, dann. Sonst, ich glaube tatsächlich, sonst wärst du schon fertig damit. Ja. Oi! Hä? Was oi? Wo ist sie? Ach, die ist schon tot. Ja. In den Spikes verreckt. Bei dem regnet. Ach ja, wie gesagt, oben sind noch 20 Spikes. Beim Holz. Die hat noch nicht mal geschrien. Und die Kerzenbeleuchtung ist aber extrem nett hier. Ja, gell? Kerzen sind doch immer was Feines. So. Wo hab ich die hin? Hat die Schreierin sich selber umgebracht, oder was? Ja. Also wer zum Geier hat hier im Bunker eigentlich lauter Feuer hingemacht und Kisten? Ich? Ach du? Willst du mich verarschen? Dachtest du da? Was denn? Willst du mich verarschen? Was gibt's denn? Das sieht einfach der hat einfach 700 Federn da, der Max. Der hat Sniper Rifle hier, Hunting Rifle Receiver. 35 Forged Iron aus Lux. Er hat gebunkert, ne? Da bunkert jemand im Bunker, ja. Wer bunkert denn da im Bunker? Ist ja im Bunker. Ja. Hast du mir meine Luke kaputt gemacht? Ja. Ich wusste ja nicht, dass du unten drin bist. Ich habe eine neue gesetzt. Ich hab mich nur gewundert, nachdem ich drin war. Das ist ja schön, hättest du was gesagt, ich hätte dich reingelassen. Ich wusste es. Ach wie, abschließen tust du auch noch? Ich baue ja in einer Gruppe, ja. Guten Nacht. Nee, Peter, geht gar nichts schief. Ich habe mich nur gewundert, warum da auf einmal warum es da auf einmal so unten ist, so hell ist und... Da hat er sich da rein. Ich hab gedacht, wir wollen alle zusammen was bauen. Glaubst doch nicht, dass ein Odin mitten in der Meute baut. Ja doch. Und dass ein Odin sich nicht den Bunker claimt. Hat ja toll geklappt, das mit dem Claim. Wart mal ab. Das ist das Zuhause von Kix, Gabriel und Damir. Und du zerdepperst mir hier alles. Nö, ich mach nur die Tür auf, da warst du noch nicht drin. Ich muss aufs Klo. Geh auf dein eigenes. So, was fehlt noch an Kisten?
Verdammt! Ey, ich wollte duschen gehen, da kommt mir gar nicht rein. Du kannst mir meinen Safe aufkloppen. Das kannst du vergessen. Mit der Steinaxt oder was? Ja. Außerdem, was heißt da deinen Safe? Mein Bunker, mein Safe. So, 16 Fleisch, das nehmen wir jetzt erstmal mit. Die Sniper nehmen wir mit. Hau ab da. Regenbogenmaus, was machst du da? Nehmen wir schon, du willst jetzt euer eigenes Ding wieder zerstören. Nein, ah, nein. Ihr geht's auf den Sack, dass hier mal ein Schild rankommt und nicht an die Kiste. So. Das haben sie auch ein bisschen hohl gemacht, ne? Wenn man die Schilder an die Kisten baut, einpacken. Sollen sie eigentlich mit der Kiste verschmelzen und gut, ey. Find ich auch, ja. Das ist meine Sniper. Oder dass man einfach die Kisten beschriften kann. Mhm. Das wäre noch viel, viel einfacher, ja. Es muss ja nur eine Sorte Kiste geben, die man beschriften kann. Das reicht ja. Jo. Das reicht. Suche es, wollte ich gerade sagen. Ich mache dir drittes Nasenloch. Dann gehe ich lieber zum Piercing meines Vertrauens. Ja, das kann ich auch mit 7,62 mm. Nein. Ich stehe nicht so auf Tunnel. Geht ganz schnell. Ja, das wäre ein durchgehender Tunnel. Nein, aber ich hätte gedacht, wir bauen das mal was zusammen, alle. Wer weiß doch, das liegt mir nicht. Ist da unten Heu? Nein. Okay, dann will ich nicht runter. Lass mich mal raus da. Dafür, dass wir da drüben bauen, teilen wir aber trotzdem das ganze Zeug, was wir looten. Drück ab, drück ab. Was hab ich eigentlich? Nimm mir diese Eigenbrödler. Ja, ah. Siehst du? Der Chat schimpft schon. Schnitzel gibt mir noch einen Tag und ich bin auch beim Bunker, aber mit dem Gang. Von uns hier. So. Da muss ich hin. So, das kann dann auch noch da hin. Kein Wunder, dass die ganzen Häuser hier schon auf sind. Das war ich nicht. Ja, irgendwann hat die ganzen Häuser aufgeknackt, ist durchgelaufen, hat nichts gelootet, nur die Bücherregale leer gemacht. Das war letztes Mal auch schon so. Ich bin am Buddel. Ja, also wir müssen schon gucken mit den Büchern und den ganzen Rezepten, dass wir die wirklich so verteilen, wie sie... Ja, wie auch geskillt ist. Und das, was halt, was man noch gar nicht hat zum Beispiel, wie er hinter dir herläuft und dir nicht vertraut, ja. Ja, Max vertraut mir nicht. Niemals. Der ist halt einfach so, jetzt sag mal, wenn es irgendein Waffenbuch ist oder sonst was und jetzt ist es bei mir so, dass ich halt am höchsten vom Skill her erstmal bin, okay, dann geht es halt erstmal an mich. Und dann, wenn wir das zweite Mal haben, dann geht es halt an den nächsten. Na? Im Endeffekt, also... so sollte es eigentlich sein. Weil es hilft ja in dem Fall der ganzen Gruppe. Und darum geht's ja. Jo. Ja, es geht ja nicht darum, jetzt, dass der Einzelne da irgendwie da tolle Rezepte kann und was weiß ich was, sondern dass eben die ganze Gruppe davon profitiert. Und das ist eben genau der Punkt, wenn ich in der Gruppe spiele, weil wenn ich das nicht möchte, dann muss ich halt einzeln spielen. Das ist halt ein Fakt. Man spricht ja nichts dagegen, um Gottes Willen. Also, es ist jetzt nicht schlimm, wenn jemand durchgeht, lootet und hat die Rezepte und sonst was und lernt dann. Spricht prinzipiell erstmal nichts dagegen. Ja, oder wenn man halt wirklich mal die Taschen voll hat und man kann sich von gar nichts trennen, ist es halt auch mal so, ne? Klar, bevor ich scrap, dann mache ich es wieder so, ne? Ja, aber ansonsten. Aber deswegen sage ich ja, es geht halt grundsätzlich geht es erstmal darum, wenn ich in der Gruppe spiele, dann geht es um die ganze Gruppe. Also, dass jeder einen Vorteil davon hat, im Endeffekt, oder das Optimum im Endeffekt hat. Das ist halt der wichtigste Punkt dann. Schlussendlich. Wir haben auch schon lange keine neuen Äxte mehr hier gekriegt. Steinäxte, meine ich. Ja, na klar nicht. Weil Max macht sein eigenes Ding.
frag doch mal Hali, der macht das sicher. Ich würde gerne die ganzen Saves hier aufkloppen, nur 100er Spitzhacke, die ich schon 20 mal repariert habe, wird das nichts mehr. Oh. Bleib stehen! Bleib stehen! Jetzt bleibt er stehen! Das gibt's doch nicht! Wieder ins Sand gesetzt. Ich verbrauche so ein so ein Huhn 20 Pfeile. Deswegen mache ich das immer mit dem Äxtchen. Okay, jetzt reicht's. Komm her. Oh, jetzt aber. So, ich hab's dir gesagt. Selbst schuld. Dass mein Messer Blut verschmiert. Oh. Verdammt. Falter, ey. Wo bin ich denn jetzt schon? Ach so, ich bin schon auf der Straße. Hm. Geh mal geradeaus und dann links. Ja, Feniala, irgendwo ja, aber, und das haben wir aber auch von Anfang an, oder habe ich auch von Anfang an immer wieder betont natürlich, und das ist das Wichtige dabei, es soll jedem Spaß machen, ja, und insofern, wenn jetzt jemand sagt, nee, ich möchte jetzt eigentlich lieber selbst was machen oder selbst was bauen oder sonst was, dann ist das auch okay, also da brauchen wir nicht drüber reden. Ja, das habe ich ja von Anfang an auch immer wieder betont und immer wieder gesagt, das ist ganz wichtig. Das war ja auch so ein Vorschlag. War ja eigentlich auch der Plan, dass jeder sein eigenes Ding baut, oder nicht? Ja, na, prinzipiell, von der Ursprungsplan, ja, wenn du überlegst, wie wir angefangen hatten eigentlich. Aber es spricht ja auch nichts dagegen, wenn sich dann zwei zusammentun, drei zusammentun oder wie auch immer, oder jeder für sich baut oder alle zusammenbauen. Also das ist ja so ein Ding, was man ja dann gemeinschaftlich, sag mal, irgendwo beschließt und damit ist auch gut. Ja, das ist jetzt für mich jetzt weniger das Problem prinzipiell. Ja. Nur, und das, Max, geht auch ganz klar dann im Endeffekt in deine Richtung auch. Gabriel hat es kurz auch angesprochen. Es ist schon irgendwo ein Gemeinschaftsprojekt und dann hier, der gemeinschaftliche Loot, was Waffen, Munition betrifft, soll ja auch wirklich in die Gemeinschaft gehen, muss man einfach ganz klar sagen. Dass jeder was davon hat schlussendlich. Weil sonst, ja, mit Sicherheit. Ja, ne, weil, weißt du, weil sonst könnte man auch hingehen und sagen, okay, wir stellen den Server und ja, jeder ist auf sich auch selbst halt gestellt, ne? In der Kiste hier mit der. Ach du Scheiße. Mit der was? Max? Was, wer ist woraus? Ja, ich hab dich. Du hast den fertig gesprochen. In der Kiste mit der was? Ja, da hatte ich ja hier dann auch noch die Dinge rausgezogen, die. Eltern. Ja, oh, ja. Du bist aber auch ganz schön weit hier. Ja. Oh. Ich brauch dich nochmal. Oh, ja. Wird schwierig. Ich muss mir kurz alles wieder abladen. Ich bin voll. Ja, ich merk's. Du gehst auch schon so komisch. So, ich verliere. Ich laufe mal aus mit Sand. Der läuft schon über. Der läuft schon gegen die Wand hier. Oh nee, das war ich. Entschuldigung. Wenn bei dir Sand rausläuft, ja, würde ich mir echt Gedanken machen, so langsam. Dann ist irgendwas da. Also, das würde ich echt mal untersuchen lassen. Da könnte was undicht sein. Aber von einem Geologen. Ich bräuchte die hier einmal repariert. Unfällig. Danke. Oh, dann komme ich noch zum Bunker hin. Du, 83. Du könntest mal noch mal eine bauen.
Wie viel brauchen wir da? 20? Ja, ja, ja. Guck mal, dass du was Schönes zusammenbaust. Ja. Meine ist nämlich nur noch 83 hier, dann ist definitiv nichts mehr. Ja, klar. Oh, ich brauche nur 16, aber ist auch gut. Ja, 2 Minuten. Jo. Boah, das sieht doch schon... Wollen wir eigentlich? Willst du jetzt echt bis zum Bunker latschen? Warum nicht? Kann man doch verbinden, oder nicht? Max? Ja, ich dachte es nur wegen so Tag 7 und so, dass wir vielleicht mal so andere Sachen machen. Ja, das ja, wir müssen nochmal Spikes craften auf jeden Fall. Aber ansonsten wären wir eigentlich relativ safe. Ein paar Cobblestones wären vielleicht nicht schlecht. Ich hatte jetzt schon 500 gemacht und irgendjemand anders hat 700 irgendwas gemacht. Ja, ein paar Spikes? Ein paar. Achso, nein, Cobblestones. Ein paar Cobblestones hatte ich auch in den Schreibtisch. Nee, ich hab sie schon umgeräumt. Achso, die sind gut. Jetzt in der fertigen Baukram-Kiste da. Ja, dann. Wie spät haben wir es denn? Oh, dann können wir ja gleich mal ein bisschen hoch. Jo. Ich würde auch noch gerne ein paar Zombies killen, so ist ja. Also ich mach. Nimmst du den Rest? Bald. Also ich selbst mache jetzt dann gleich Schluss. Was in der Kiste ist, Mensch? Ja. Jo. Obwohl, es wird. Ja. Ja, passt. Ich hab größtenteils Sand mit. Du machst auch bald Schluss, ja? Ja. Ja. Also ich mach so ein paar Minuten und dann ist. Was heißt ein paar Minuten? Also. So ziemlich jetzt am Ende. Ja, ich hätte jetzt gesagt, den Tag 7 sollten wir auch wieder alle zusammen machen, ne? Ja, ja. Ja. Also wirklich schon. Komm mal, wir machen den zu zweit. Ich habe hier Bauplan für Benzinkanister. Soll ich den lernen? Der ist ja von nichts abhängig, oder? Ne, prinzipiell, ne? Hier wohin, theoretisch? Dann lese ich das mal. Na klar, ja. Die meiste Scheiße, die du hast, kommt hier entweder in Schmelzkram oder in Holzstein neben Erde. Ja. Steine haben wir. Öl, wo kommt das hin? Das habe ich bei Schmelzkram auch mit drin gepackt, weil der Sand auch ist. Okay. Holzstein, Lehm. Erde. Ja, mal richtig fett abgeräumt hier. Ja, doch. Also ein bisschen was rausgeholt haben wir da unten. Halleluja. Kein Stuhl da. Genau, das sag ich auch. Ah, so. So, das könnten wir auch einschmelzen. So. Hier ist noch eine Chainsaw Schematics. So, warte mal, was sagt denn eigentlich hier Metall? Metall. Was gebaut hat. Doch, eine ganze Reihe Spikes. Also die fertigen Forged Iron habe ich auch in die Baukiste reingetan. So, da haben wir noch Munitione. Okay. Das sieht jetzt noch nicht so ganz fertig aus von Spikes her. Aber die Bäume sehen schon mal schön aus. Du bist ja hier unten. Ja, warte. Vor allem der Albino genau in der Mitte. Hier vorne im Briefkasten ist Post. Ja. Der Albino sieht doch cool aus. Ich weiß gar nicht, was das ist. Ich hab gar nichts. Überhaupt kein Problem. Alles cool. Alles okay. Alles easy, ne? Easy going. Ja, genau. Was so an einem Betonmixer? Was? Kann schon jemand Concrete Mixing? Gib mir noch ein paar Minuten mit der Axt im Wald und dann kann ich's, ja. Ja, ich brauche theoretisch nur noch 2-3 Level bei den Werkzeugen, dann habe ich genug Skill Points. Ja, dann auch. Machst du das ja beim Fällen, ja. 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 Erstmal gieße ich mir noch was zu trinken ein. Tue er das? Ja, so, was wollte ich denn eigentlich? Das weiß nur Gott. Wo sind denn die ganzen... Oh je, muss ich erstmal gucken, wo hier was ist. Mechanical Parts. Ja, wir waren so lange unten.
Ja, das ist. Nee, die zwei nicht, nur ein. Kix ist ja nicht mehr da. Finale. Wo sind denn die Mechanical Parts? Ist ja heute nicht die sind da, ist in der krank. Kiste, wo Parts ich würde und Minibike-Sachen draufstehen. Kannst du ein bisschen schlafen? Wo ist das denn? Und bis über dann den, zum nächsten Mal. Danke dir fürs Reinschauen. Campfires. Jetzt hätte ich fast schon wieder Steinkreise gesagt. Knochen, Kleidung. Ah, da. Trinken. Ah, jetzt ja. Dann machen wir nämlich mal Federn zu Federn und schon haben wir 30 Federn. Da müsste ja eigentlich alles da sein, was wir brauchen für den Betonmixer. Ja. Ich denke mal schon, ja. Hast du mir schon alles parat gelegt? Eine Workbench bräuchten wir noch. Lambert steht doch schon lange da. Bist du quasi dran vorbeigegangen? Ich bin quasi blind im Blindflug vorbei, genau. Ja. Gott sei Dank bist du jetzt sehend im Blindflug vorbei. Genau. Ja, das wird, sage ich mal, locker für einen nix erreicht. Dann so. Basteln. Dann kann ich ja loslegen. Jo. Der erste Baum muss dran glauben, ja. Dann können wir auch theoretisch unten schon eine Forge hinstellen. Leder haben wir jetzt, glaube ich, gar nicht mehr so arg viel, oder? Müssten noch heute drin sein. Ah, okay. Und zur Not guckst du einmal nebenan bei der Bank, ob da noch Lederstühle sind. Also, ja, stimmt. Da habe ich, glaube ich, auch nur drei oder so von kaputt gemacht. Oder in die Police Station, da gibt es ja stopp auch... Stopp mal. Halt. Wir haben hier Leder, 219 Stück. Okay, boah, dann habe ich nichts gesagt. Als ich das letzte Mal reingeguckt habe, waren es nur ganz wenige. Das wird aber knapp, also 219 Stück. Das reicht ja bloß. 20 sind zu wenige. Ja. Ich meine, wir haben da unten Platz für locker 50 Forges, ja? Also bitte. Okay. Jo. Und den werden wir auch nutzen. Okay. Also für jeden zwei. Ja. Für den Anfang reicht das. Ja, doch, das ist okay. Ausnahmsweise. Ja, so auch. Könnten wir noch ein paar Fackeln machen, ne? Wenn auch was dafür da ist, ja. In der Baukiste sind noch 8. Ah, hab ich schon. Mein Weg wird immer dunkler, also deswegen... Noch ein paar Tello. Doch, nur 7 Minuten. Für wie viel? 35. Ja, das geht ja noch. Ich dachte schon, du übertreibst, aber... Schreierin. Was? Die hat ein bisschen rumgejogelt und wahrscheinlich irgendwo in den Spikes. In der Spikes wahrscheinlich, ja. Kuscheln gelegt. Kuscheln gelegt? Ja, ja. Was soll vorkommen? Ich hab gehört, dass sie da drauf steht. Sie hat nur so ein bisschen Yay! Gemacht und dann. Ja, ja. Wie hat sie gemacht? Das habe ich jetzt nicht gehört. Ich höre das Original an. Diesen schönen. Sound. Sag mal, warst du der Sprecher dafür? Also der Schreier? Ich mache ja auch die Spider. Ah, okay. Ja, die Spider magst du auch? Lass mal hören. Ich glaube, mein Headset ist kaputt. Ich will sofort zum Zahnarzt. Das hört sich nicht so schlimm an. Wisst ihr, wie abartig das ist mit In-Ears? Oh Gott, mir hat's gerade das Trommelfell zerschossen.
Kann man das so normal hören? Nein, können wir nicht. Ich richte einen Download-Leg ein. Okay. Ich nehme das dann als Handy-Klingelton oder so. Ja, genau. So, um Ungeziefer oder so zu vertreiben, ist das perfekt. Ja, so auf der Arbeit muss ich mein Handy ja lauter lassen und dann wird das lustig. Ja, ruf den bloß nicht an, es ist ja nicht auszuhalten. Reichen dir fürs erste 12 Fackeln? Ja, damit komme ich erstmal eine Straße weiter. Oh, nice. Ich rechne jetzt in Straßen, also. Klar, alles andere macht ja keinen Sinn, ist ja Käse. Genau. Quatsch. Endlich jemand, nee, der mich versteht. Nee, das hat ja nichts mit Verstehen zu tun, das ist einfach nur Logik. Apokalypsenlogik. Ja. Klare Sache. So, da habe ich nochmal was für Melanie dann. Uno weitere Schematik. Oh. Das haben wir genug davon. Was haben wir in der Forge? Da können wir die Rolle scrapen. Na hilf, wo ist er denn? Wow, ich hab einen lilanen Reifen. So, klopfen wir mal an hier beim Nachbarn. Ja, klopf mal. Servus. Guten Tag. wir sollten aber, das kommt man im Jahr gerade so, für Rahani und auch Kix, wenn die nächste Woche dann wieder dabei sind, nicht zu lange machen, sagen wir mal, dass die den optimalen Zeitraum, sagen wir mal, eigentlich haben, weil das dann Hordentag ist, ne? Ja. Ja. Um hierher zu kommen. Also, dass bis dann alle auf dem Server sind, im Endeffekt, dass da dann frühestens dann 4 Uhr ist. Ja, ja. Ja, habe ich so gedacht, jetzt so in der Nacht irgendwann raus. Aussteigen, genau. Dass sie zur Not halt 2-3 Minuten warten, dass sie reinkommen. Mhm, genau. Damit man denen genau sagen können, ja, ist jetzt gleich 4, dann kannst du ja rein. Ja, richtig. Und dann passt das. Schon wieder eine Shotgun-Schematik. Sage mal, also ich bin offensichtlich immer in den falschen Häusern. Also wieder die Long. Ja, den brauchen wir nicht, dann können wir eh besser, das ist auch Quatsch. Also ich glaube, ich komme erst, bevor ich mit den Bauwerkzeugen so weit bin, dass ich das kann, komme ich ein Level hoch, ey. Wo wollen wir denn das ganze Zeug anbauen, essen und so? Gute Frage. Da, wo die Bäume sind, nebendran. So ein bisschen. Also ja, so in der Ecke vielleicht da irgendwo, ja. So Richtung Bank. Ja, ja. Könnte man akzeptieren. Ich bring auch noch mal Kaffee mit. Aui. Aber noch keinen frisch gemachten, ne? Aber... ne, so. So zum Anbauen, so. Ja, zum Anbauen, okay. Ich glaube, ich muss der noch mal einen von diesen weißen Bäumen fällen, damit der da nicht alleine steht. Du kannst Juhu. Auch den fällen, dann kannst du 2 neue dafür setzen. Nein. Aber lass mal ein bisschen extra aus dem Schnee rausgang.
Ne, dass da noch mehr davon setzen, auf einmal haben wir überall Schnee und es ist arschkalt. Könnte passieren. Das wäre auch blöd, ne? Oh, Betonmischerei. Wie kann ich das denn plötzlich? Oh mein Gott, möglicherweise geskillt. Nein, kann gar nicht sein. Wie kommst du da drauf? Ich weiß ja, so ein Gefühl einfach. Früher hat man mal gesagt, ich hab das im Urin. Also wenn ich Beton im Urin hätte, das wäre nicht so gut. Das aua, aua. Also wenn ich mir das bei einem vorstellen kann. Ja. Sprich weiter, ich möchte hören. Oh, Munition. Was? Die Gartenhau, wo ist er denn da? Ah, da ist er ja. Machen wir mal. Munition ist schon ganz gut aufgefüllt. So, dann schauen wir mal, was haben wir. Corn Seed haben wir. Potato haben wir. So, damit haben wir hier an die Kleidung. Oh, ich habe noch einen Football-Helm gefunden. Kann ich ja eventuell auch mal meinen Helm haben dafür? Ja, prinzipiell. Das wäre ganz, ganz cool. Pilze, das ist doch mal witziges. Ja, eine Taschenlampe haben wir noch, dann stelle ich mal einen an. Dann brauche ich unten gar nicht so viele Fackeln hinsetzen, das ist gut. So, Electrical Parts, das brauchen wir und Duct Tape. Boah, Mede, was schnaufst du denn so? Eieieiei. Och, guck mal, der ist doch gar nicht alleine. Da sind doch 3 Stück von denen. Von was? Hä? Von was sprichst du? Von den weißen Bäumen. Ja, jetzt, oder was? Ja, ich hab nichts Neues gepflanzt da. Ja. Naja, hab ich nicht. Ja. Ich stech dich gleich mit meinen Spitzen. Ja. wer war am Pflanzen? Ich? Achso. Mach jetzt mal ein bisschen Platz hier. Okay. So, Mining Helm. Kannst du abholen. Werkbank. Oh, ja, super. Ja. Werkbank. Oh, auf 1. Ja, na klar, den 14er habe ich genommen. Auf was gilt denn das? Keine Ahnung. Ich hab's in der kannst du ja eh nur in der Werkbank machen. Ja, aber. Gute Nacht, wir schreiben morgen, also eigentlich heute quasi. Geschichte? Das vielleicht auch, ja. So, ich werde aber jetzt auch so langsam ausmachen. Also, ich logge mich schon mal aus. Ihr könnt schon noch ein bisschen weitermachen. Aber ich logge mich schon mal aus. Ich sortiere noch meine Taschen und so aus und dann. Ja, das habe ich eben auch gerade gemacht. Ja. Ja, ich. Heißt, wir beenden. Mach nur noch meine Taschen leer. Ja, ich gucke nur noch, dass ich den Betonmischer anstellen kann. Sonst vergesse ich das nämlich. So, ich sag mal an meinen Chat und die noch da sind, noch durchgehalten haben, auch so lange. Vielen Dank fürs Zusehen. Nächsten Freitag spätestens der nächste Stream. Ich denke, unter der Woche wird es nicht dazu kommen. Hagebutte schreibt im Übrigen gerade noch Miscrafting. Da geht der Mining-Helm auch hin. Ah, dann kriege ich okay. Wahrscheinlich schon 300er hin oder so. Weiß ich nicht. Das kommt, glaube ich. Ich weiß nicht, ob das auf
Das kommt, glaube ich, auch ein wenig drauf an, was du zusammensetzt vom Footballhelm und von der Taschenlampe. Okay. Weil das erst, den ersten da war richtig schlecht gewesen vom Ding. Gut. Ja. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Nächste Woche, wie gesagt, Freitag geht's weiter. Unter der Woche glaube ich nicht. Ich bin ein bisschen in Druck mit Aufnahmen. Also glaube ich nicht, dass ich dazukomme zu streamen. Wenn, dann einfach Twitter vor allem im Auge behalten. Da kündige ich es dann kurzfristig an. Und in diesem Sinne auch vielen Dank an euch wieder. Hat wieder Spaß gemacht. Ein paar haben uns ja schon verlassen. Tja. Und wir sehen uns dann auch nächste Woche wieder. In diesem Sinne, gute Nacht. Nacht. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Auren. Tschüss. 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 So. Habe ich das jetzt richtig verstanden, dass man auf dieser Wüste definitiv erstmal Sand reinklatschen? Was? Mit der Hoch kriege ich hier mich nichts gerissen. Du musst. Da muss erst Erde hin, ja. Gut, dann mache ich das ja richtig. Ich habe mal ein paar Furchen gezogen zum Reinstreuen. Ich habe mal ein paar Furchen gezogen. Warum bin ich denn immer noch im Spiel? Das weiß ich auch nicht. Ghost of Sam. So, der Betonmischer ist angestellt. Ein paar Spikes sind auch angestellt. Dann leere ich mich noch aus. So, jetzt muss ich mir erstmal Gedankennotiz schreiben. Gedankennotiz, das ist auch interessant, ja. Auf dem Zettel schreibe ich mir. So, Pit muss ich anschreiben, sonst vergesse ich das. Ja. Dann den Admin auf Server eintragen, sonst vergesse ich das. Ja. 15:30 Fußball gucken, sonst vergesse ich das. Ja. So, also ich wäre auch soweit. Ich brauche noch ein Minütchen. Ja. Ja, ja. Irgendwas kann ich bestimmt noch anstellen, ja. So. So, nochmal 10 davon anstellen. Gut. Damit verlasse ich dann auch schon mal das Spiel. Hoffe ich doch. So. Irgendwie auf dem Server lädt er bei mir immer ein bisschen länger. Okay. Ja, ich bin dann auch mal unten. Auf jeden Fall. Mit diesem Bild habe ich das Spiel verlassen. Das ist schon mal. Oder auch nicht? Jetzt aber. So. Komm schon. Der wollte das verlassen nicht nehmen, deswegen. Okay. Ja, das Problem nicht aufhören, ja. Das Problem hatte ich auch. Ja, er wollte einfach nicht. Dass ich aus dem Spiel gehe. So. Werkzeug habe ich jetzt auch geskillt. Ich bin bei 230. Ja, das ist ganz gut. Dann schaue ich mal, ob ich noch jemanden hosten kann. Ich habe auch ein Safe kloppe ich jetzt noch auf. Da war nicht wirklich viel zum Hosten da. Schnitzel ist ja. Nö, der Schnitzel. Schnitzel gibt dann die oder was? Oh, Odinson? Nee. Gabriel? Schnitzel ist nichts mehr online. Ja, dann gucken wir mal.
Ich glaube, das soll einer streamen. Der ist jetzt gar nicht so groß. Gronkh heißt der, glaube ich. Ach so, okay, ja. Das könnte man natürlich. Wer hört sich denn nett an von denen? Monsterschwein Deluxe. Ah ne, der spielt auf PS4, das mag ich nicht. Nee, der Max ist ja immer noch am Buddeln. Schlimm, ne? Let's Walk. Österreich-Deutsch. Ja, das hört sich doch gut an hier. Och, den nehmen wir. Den nehmen wir. Gucken wir mal. Kopieren. Also, dann hosten wir jetzt mal jemanden, den ich nicht kenne. Das Gute ist, ich muss Aldur gar nicht zuhören, was er da quatscht, weil ich höre es bei Max sowieso nochmal. Dann wünsche ich meinen Zuschauern und den anderen von Gabriel und Max, weil die ja auch noch am Stream sind, schöne Nacht und freue mich schon aufs nächste Mal. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Und ja, viel Spaß bei dem gehosteten 77, der ist älter als ich, also älteren Mann. bye.